Hey, what's poppin', you guys? We are back again with Mr. Nightstyler. Hier war vorhin Violet Void. Ich wusste, ich hätte ihn töten müssen, aber leider war E-Sportler nicht am Start, deswegen hätte ich es nicht geschafft. Ohne Buffs. Na, wobei, ich bin mir nicht mehr sicher. Vielleicht würde ich den sogar ohne Buffs schaffen, aber es hat auf jeden Fall ziemlich lange gedauert. Das heißt, wir müssen uns was anderes suchen. Und so viel wie hier los ist, wird da wahrscheinlich nichts anderes. Junge, was ist hier los, Alter? Sieht nicht mal aus, als wären das alles Bots. Na gut, doch, der links sieht da schon. Hä, der links war safe ein Bot. Aber die anderen beiden sahen nicht aus wie Bots. Na, mal schauen. Auf jeden Fall, was geht ab, Mr. Atom und Kneck. Entschuldigung. Gesundheit. Wie geht's, wie steht's? Mr. El Giganto, ich finde es immer so unfassbar, dass selbst bei so kleinen Events, also 5% Droprate, ne? Wenn kein Droprate-Event wäre, wäre jeder Giant da gefühlt. Also halt nicht mal unbedingt gefühlt, es ist wirklich so, es wäre jeder Giant wäre da. Und dann ist 5% Droprate-Event, das macht fast keinen Unterschied. Zumindest bei extrem seltenen Items. Und plötzlich findest du keine Giants mehr. Das ist irgendwie crazy, wie leicht sich Leute manipulieren lassen von so Kleinigkeiten. Also, weil ich meine, wenn du jetzt sagst, du farmst beim Drop-Event G-Waffen, wieso machst du es dann unter der Woche nicht? Weil ich meine, wenn ein Drop-Event läuft, hast du ja auch mehr Konkurrenz. Das heißt, du droppst zwar, 5% ist fast nichts, aber egal, du droppst zwar wahrscheinlicher etwas, aber es werden ja bei einem Drop-Event auch einige andere Leute unterwegs sein. Und das heißt, wenn du ein paar Giants deswegen da nicht findest, weil mehr los ist, dann verzichtest du im Endeffekt auch wieder im Endeffekt einfach auf ein paar Drops. Wenn du farmen würdest, wenn kein Event ist, würdest du mehr Giants töten. Also im Endeffekt auch mehr Drops bekommen. Also es nimmt sich dann quasi nichts. Darauf will ich hinaus. Aber offensichtlich bin ich der Einzige, der so denkt. Gut, der zweite Faktor ist das Wochenende. Vielleicht sieht es am Wochenende ein bisschen anders aus. Aber sonst, wenn ich unterwegs bin, sind die Giants eigentlich nahezu immer da. Auf jedem Level. Nahezu jedem Level. Aber egal, wir haben jetzt einen. Ich stehe nicht drin, ne? Krieg trotzdem Damage, das ist ein verdammter Scam. Ah, ich habe meine Buffs vergessen, ne? Naja, Buff, wohl eher. Naja, Rageface Crit von seinem Skill würde mich wahrscheinlich killen. Oder knapp. Ich bin halt nicht drin, das ist halt das Ding. Also bei E-Sportler, das ist halt so dämlich. Ich hasse das. Oh, er ist eh schon tot, Leute. Ey, ich hab sogar ein Power Dice gedroppt. Let's go, Baby. Let's go, Baby. Nice. Ah, die Mobs sind ein Level zu niedrig, tatsächlich. Die Mobs sind ein Level zu niedrig, die zählen nicht. Wir gehen wieder zu Carrier Bomb. Hat eigentlich ganz gut funktioniert, ging auch ziemlich schnell. Ja, aber ich werde das jetzt auch nicht jeden Tag machen. Also ich dachte mir, heute mache ich es jetzt noch, weil er war eh eingeloggt, gerade wegen der eine Stunde Online-Zeit. Das werde ich unter der Woche auch nicht machen, das mit der eine Stunde Online-Zeit. Deswegen habe ich es jetzt heute noch gemacht. Und ein kleines bisschen Abwechslung auch noch. Aber ja, wie gesagt, ich will mir so ein kleines AOE-Equipment kaufen, so ein moderates, dann mit der Full SDR bleiben kann. Also je besser das Equip, desto unwahrscheinlich, dass ich hier was ändern muss. Und dann will ich ihn auf Level 80 leveln mit Power-Ups, AOE. Ja, wir können jetzt gleich noch bei E-Sportler in die Post gucken. Nochmal kurz Darkon-Shops vielleicht ein bisschen. Ich habe nämlich ein paar Antworten wieder bekommen. Und ja, mal schauen. Also ich habe gestern ja drei Leuten geschrieben. Zwei Leuten wegen, also einen wegen Warpon, einen wegen Historic. Und, achso, jetzt bin ich ja oben drüber, ne? Ich müsste noch irgendwie hier, müsste noch in die untere Ebene switchen. Und einen wegen einem Azur-Schild. Und tatsächlich, das war das erste Mal, dass ich, also ich meine, sonst habe ich gleich mehr als drei Nachrichten verschickt, aber das war das erste Mal, dass ich drei Nachrichten verschickt habe und alle geantwortet haben. Also drei Nachrichten verschickt, drei geantwortet. Obwohl ich schon ziemliche Low-Offer gemacht habe, eigentlich. Na gut, bis auf das Schild, das war wahrscheinlich sogar zu viel. Ich habe dir 20 geoffert und er hat einfach gesagt, er kann es mir auch einfach schenken. Weil ich nicht weiß, warum er das gesagt hat, to be honest. Aber vermutlich nicht, weil er denkt, dass es sehr wertvoll ist. Sonst hätte er es wahrscheinlich nicht gesagt. Wenn er das finken würde. So. Ach, da fällt mir ein, ich könnte auch noch hier das Chia-Ding machen.
Na, RIP, das hätte ich halt vorher schon machen können. Egal. Das sind Wasted Punkte. Wasted Points, man. Ja, wenn ich ihn dann wirklich level, gebe ich ihm natürlich auch ein CS-Pad, ne? Aber jetzt für die kurze Zeit lohnt sich dann auch wieder nicht. Nicht richtig. Die droppen auch überraschend wenig irgendwie. Vielleicht liegt das auch einfach an 1v1. I don't know. Na, der hat gar nichts gedroppt. Zwei Level unter mir droppt einfach gar nichts. Jesus, man. Uff, Hit and Run Elementor. Uff. Toxic Hit and Run Elementor zerstört meine Level Experience. Damn, I hate that. Immer diese verdammten Toxic Hit and Run Elementoren. Unfassbar. Einmal wieder bei Carrier Bomb oder zweimal und direkt kommt wieder ein Elementor. Macht einem alles kaputt. Unfassbar. Dailies müssen wir uns dann auch gleich abholen können, glaube ich, mit allen Chars, weil ich war gestern, weiß gar nicht, wie lange ich gestern online war, aber es war auf jeden Fall weit nach 0 Uhr. Leute, es sah ganz so aus, als hätte das Mob dahinter auch Damage bekommen. Damn. Wieso habe ich Pin auf der 1? Was zum Teufel? Lol. ETF. Achso, lol. Ich dachte gerade, was zum Teufel habe ich gerade gedroppt, Alter. Ich wusste nicht, dass die Valentine's Day Letter so aussehen. Damn. Lauter neue Erfahrungen hier bei Carrier Bomb. Wer hätte es erwartet? So. Oh, ein Geschenk. Schade, das ist das einzige Los, das Low ist. Das wäre jetzt natürlich geil gewesen, wenn hier jemand beim AOEn verreckt wäre. Ein paar One-Shots abholen. Ein paar One-Shot-Kills. Schade, schade, schade. Triple NPC-Drop, back-to-back-to-back. Auch nicht schlecht. Ups. Oh Mist, das ist ganz small. Ist 3? Let's go, damn. Give me those drops, baby. Das ist wohl diese 1v1-Drop-Rate, von der alle reden. Crazy. Niemand redet davon. Absolut niemand. Wie viel MP verbraucht es nochmal? Pro Schlag 2.
Ach so, ist verbraucht. Ach so, jetzt check ich's. Ja, never mind. Ah, okay. Das ist schon mit der Wiederherstellung verrechnet, deswegen. Und die Enduki hatte ich, glaube ich, damals noch nicht. Ich glaube, die habe ich erst drüber getradet, als ich mit dem Charge nicht mehr gespielt habe. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich so wenig FP verbraucht habe. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich da ziemlich viel FP verbraucht habe. Dass die andauernd leer waren. Und dann immer Heart of Fury ausgelaufen ist und ich es dann immer vergessen habe zu reaktivieren. Das war ultra nervig. Aber gut, da sind die Mobs auch nicht so schnell gestorben, weil die höher waren. Der Schild- und Schwert-Struggle ist real. Uff, das war nicht schnell genug gelieft, glaube ich. Jetzt haben wir noch 27. Das ist halt eine Art des Battle Pass Pushens, wo man wenigstens noch ein bisschen Kohle verdient. Bei Asria, ich meine, gut, ich mache natürlich viel mehr Geld mit dem Elementor, selbst mit der schlechten Droprate, als mit, ich dachte, der Name ist ein Joke, aber ich glaube doch nicht. Oder ich habe ihn nicht verstanden. Mit dem Elementor mache ich auch nicht so viel Geld eigentlich. Also ich meine, es ist definitiv mehr als jetzt, aber das Ziel ist ja hier, sich noch ein paar Protects zu gönnen, hoffentlich. Und das nicht nur beim nächsten Battle Pass, sondern bei jedem Battle Pass, der noch kommt. Das ist eine Langzeitinvestition, die Zeit jetzt. Mit dem Char. Oh, Valentine's Day Ladder. Und Event Items. Auch nicht schlecht. Ah, verdammt, ich hasse es, wenn ich das mal. Why am I doing this? Lohnt sich nochmal GT zu machen. Ja. Oh. Oh. Waren das die, die da gerade gelevelt haben? Damn, das ist jetzt so ein hartes Déjà-vu. Gefühlt jedes Mal, wenn ich zu Carrier Bombs gehe, ist da irgendjemand tot. Damn. Leute, ich habe ein Green Shield gedroppt. Damn. So schnell aufgehoben, dass es nicht mal geleuchtet hat, aber naja, ich habe Effekte hier aus. Never mind, hat eh nicht geleuchtet. Crazy. Ist zwar nichts wert, aber ich glaube, ich habe es noch nicht in meiner Sammlung. I take it. 3 more to go. Dann wahrscheinlich das letzte Mal. Bis nächstes Wochenende müsste ich dann ein halbwegs akzeptables AOE-Equipment haben. Dann ist es wahrscheinlich auch wieder XP-Event. Dann hat sich's ausgeschwert und schildet. Gut. Dann, dann gehen wir nach Darkon. Channel wechseln. Noch in die Party einladen, schon mal. Und sind alle drinnen? Ah, ne, die haben alle noch nicht angenommen. Achso, ja genau, hier müssen wir noch die Dailies abholen. Ja, das wird nichts mehr mit dem Cheer. Ach, der hat eh nur zwei Cheers. Oh, ne, das habe ich versaut dann, never mind. Glaube ich. Ja. So desperate sind wir noch nicht, dass wir anfangen, Penny auszugeben. Vor allem nicht bei dem Char. Jetzt auch den Ranger.
Plus 3. Passt. Okay, ich schaue erstmal nach den Nachrichten. Nevermind. Ich schaue erstmal, was die noch geschrieben haben. Vielleicht sind es ja mal gute Nachrichten. Mit dem Schild wäre interessant, weil ich meine, wenn das mir hätte schenken wollen, hätte das mir eigentlich auch gleich zuschicken können. Ich hätte ihm dann die 10 Mio geschickt. Es wäre einfacher gewesen, sich da mit irgendjemandem zu treffen. Oh, es hat niemand mehr geschrieben, RIP. Also niemand anderes mehr. 80 Mio für die Eggs. 80 ist echt, uff. Hätte eigentlich gehofft, unter 80 bleibt. Tja. Tja. Es sind wahrscheinlich weniger wert. Ich schätze mal, er hat nachgeschaut. Also bei FlyFPC sind die 65er Waffen über 100.000 wert. Das weiß ich. Okay, er hat nachgeschaut. Ja. Sind knapp unter 50.000 wert. FlyFPC-Spieler hätte die safe gekauft. Weil bei FlyFPC sind die doppelt so viel wert. Mindestens. Wäre jetzt auch mein erster Instinkt gewesen, aber... Wenn jemand schon in NPC-Items verkauft, da muss man sofort misstrauisch werden. Das macht man einfach nicht. Das macht man nicht. Nox, weiblich. Tiger für 800k. Hey, Moment mal, das Schild hatte er die ganze Zeit für 99 Mio im Shop. Das hat es einfach teurer gemacht. Mom, there's a scammer. There's a scammer in Darkhorn. Mom, there's a scammer. Ban him, there's a scammer. Steht die mit dem Wapenset noch hier? Yes, natürlich. Oh, damn, wenn das Powerstomp gewesen wäre, das wäre heftig gewesen für 6 Mio. Schade. Ja gut, ich wollte mir noch eine cleane His Big Axe kaufen. Jetzt überlege ich gerade, das macht eigentlich echt keinen Sinn, ne? Für 2 Mio oder so. Aber man will ja eigentlich unbedingt Skill-Damage drauf haben. Ah, unser nächstes Opfer. 350.000 ausgegeben. Ah. 650.000 ausgegeben. Gut, der Helm ist wack, der Helm ist nur 9.000 Profit. Also 6.700 Profit und hier waren es 117.000. Oh man. Ich muss das machen, weil ich investiere viel Zeit. Und diese wenigen 100k, die man hier mit dem Reselling macht, das ist eh nichts. Aber da kann man sich zumindest ein bisschen von der Zeit wieder reinholen, sozusagen. Indem man zumindest ein kleines bisschen Geld verdient währenddessen. Technisch gesehen bin ich ja eigentlich zum Geld ausgeben. Die Hitbox von diesem CS-Pad, Alter, die ist so krank. Hier ist das Avalon-Shit, das gerade gedroppt bei 250k. Was geht ab? Nikas und Stone Goat. Wie geht's, wie steht's?
Black Disco Bag. Lol, hier ist es. Damn. Was für hasserfüllte Nachrichten habe ich bekommen von meinen Lowball-Anfragen? Also der eine meinte, also der mit der His Big Axe meinte, er behält es im Hinterkopf. So eigentlich ziemlich positiv. Der mit dem Schild meinte, er kann mir das Schild auch einfach schenken. Und die mit dem Set meinte, auf das Offer von 35, sie will mindestens 60. Also die ist über delusional. Also seid nie im Leben 60 wert. Nie im Leben. Also eigentlich ganz normale Nachrichten. Also erstens haben alle geantwortet, was mich sowieso sehr überrascht hat. Das mit dem Schenken war, keine Ahnung, vielleicht war es auch ein Troll, ich weiß es nicht. Aber er hat legit gesagt, er kann es mir auch einfach schenken. Ja. Also überraschend positiv, mein Freund. Überraschend positiv. Ich sollte öfter solche Lowball-Anfragen stellen. Offensichtlich stehen die Leute da drauf. Ich glaube, das meint er nicht ernst. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also hier in dem Shop war es gerade für 27,5 das Schild, was er hat im Endeffekt. Oh, schade. Also es ist definitiv. Also er hatte es für 70, glaube ich, im Shop für 69. Also, es ist halt maximal 20 wert. Und gut, die Int+3-Stattung, okay. Lass ich mir einreden, die erhöht den Wert vielleicht, aber es ist halt weit entfernt von 60 und ich habe 20 geoffert. Weil es ist nie im Leben 60 oder 70 wert. Also, das war halt legit das beste Offer, was ich rausgehauen habe gestern. Wenn er damit sowas an... Also, wenn das dann sarkastisch gemeint war, ich kann es dir auch schenken, wenn du so wenig offerst, dann wird er mit dem Schild da noch ein paar Jahre stehen in dem Shop. Das wird nämlich niemand kaufen für den Preis. 10% Block ist eigentlich sauschlecht. 50%, ja doch, 50% weniger ist das Maximum. Ist ultra bad eigentlich. Also sehe schon kompromissig, so ein schlechtes Schild zu kaufen. War ja auch nur wegen der Stattung interessant. War auch nur wegen der Stattung überhaupt interessant, sonst wäre das Ding gar nichts wert. Shopname. Nicer Shopname. Hatte der gerade eine Litschi-Key für 400k im Shop? Damn, my boy is lost. Uff, wird Resale-Styler zuschlagen? Mein Shop läuft eh in 2 Stunden aus. Oh, wird Resale-Styler zuschlagen oder nicht? Tu es nicht! Wieso nicht? Got it. Oh, die habe ich gestern. Ah ne, ich habe auch 500k bezahlt. LOL, Alter, der hat alle 3 Setteile für 500k. Ich habe mir gestern einen Ast gesucht. Und er hat sie alle in einem Shop, außer die Suit. Meine Güte. Ich verstehe sowieso nicht, warum Leute überhaupt die Cheeky Äxte in Darkon verkaufen wollen. Wie verkauft man denn Flaris, ihr Noobs? Flaris! Das weiß doch jeder. Wenn man die Sachen an der richtigen Stelle verkauft, sind die Sachen halt legit einfach 20% mehr wert. Kann man 20% teurere einfach perfektes Bloody Jojo für 979 Mio. Skill Damage ist ja egal. Set Current Offer 110? Wait, what? Wait, what? War da nicht gestern noch 28%, 16% HP in dem Set? Er hat einfach die Sockel entfernt. What? Oder war das noch ein anderes? Kann sein, dass es noch ein anderes Set war. Nein, will ich natürlich nicht, Shibasa.
Ich resell die Äxte, wenn ich sie günstig sehe. Wie es jeder vernünftige Mensch auf diesem Planeten tun würde. Cash of Items. Dachtest du, wärst nicht so einer? Ja, aber ich verschwende zu viel Zeit beim Shoppen, also muss ich irgendwie Geld verdienen, während ich shoppe. Und das ist die einzige Möglichkeit, Geld beim Shoppen zu verdienen. Oh, habe ich da gerade ein neues... Ah, nee, doch nicht. Vor ein paar Monaten hieß es noch, Reseller sind Dreck. Sind sie ja auch. Sind sie ja auch. Aber die Leute hier tun die Sachen ja freiwillig in den Shop. Ich tue ihnen ja einen Gefallen, wenn ich sie kaufe. Ich helfe den Menschen. Ich nehme die Last des Alltags von ihnen. Wieso werden so viele Bloody Yo-Yos verkauft? Damit die Leute realisieren, dass Blade besser ist? Oder was ist da los? Beide Shops leer, oder was? What? Zwei Shops nebeneinander, die einfach leer sind. How the heck? Boah, die Suit, ey. Die ist wahrscheinlich so 900... Ah, die ist wahrscheinlich so 930.000 beim NPC wert. Aber es könnte auch mehr sein. Also, er hat safe nachgeschaut. Das ist so eine das ist so ein Ding, wo du kaufst sie und dann siehst du, oh, 20k Verlust gemacht. Try it out? Hell no. Hell no. $125 für den Hiss-Stuff? What? What? Das ist ein Fake-Offer, Alter. Das ist ein Fake-Offer. No way. Das ist ein Fake-Offer. That's fake. Ich glaube, wenn du da packst. Oh, was für packst du eigentlich gesehen? Current Offer seit 8 Monaten 2,50. Na, das sounds legit, wenn es seit 8 Monaten ist. Da will es wohl jemand unbedingt haben. Dim. Ja, der hat einen orangenen Fox verkauft, Stone Goat, oder hast du schon einen? Der hat einen orangenen Fox für 47 verkauft. Ich glaube, einen grünen sogar auch. Hast kein Geld. Genugtuung. Schmeckt. Nicht für ein Pickup-Pad. Ja, aber du musst es kaufen, solange es noch im Cash-Shop ist, sonst wird es ja wahrscheinlich teurer. Wenn das eine erhöhte Nachfrage hat. Oder es wird zumindest seltener. Na, 10 Tage noch, 10 Tage sind nichts. Und 10 Tage vorbei.
Jetzt ist es weg. Gern geschehen. LC4, was ist im Shop? Natürlich eine LC3. Oh Mann, manche Leute haben echt kein Schamgefühl. Wait, what? Schmeckt? Dongshi. Dongshi. 3,20. Ja, die würde es demnächst günstiger werden, aber ich will sie jetzt einfach haben. Wenn das Update kommt, wird sie bestimmt wieder teurer. Predikte ich. Weil dann viele Leute wieder das Spiel anfangen werden. Kurzzeitig zumindest. No! Oh, zum Glück weiblich. Hätte ihm geschrieben, würde ich jetzt 200 Mio geben. Das funktioniert bei allem. Bei allem. Aber nicht bei actually guten Items, beziehungsweise Items mit einer hohen Nachfrage. Und Bloody Eggs hat leider eine hohe Nachfrage. Sonst hätte ich das natürlich auch gemacht. Ich meine, von wem hast du das bitte gelernt? Von wem hast du das bitte gelernt? Ey, sonst immer, ne? Sonst immer, aber... Manchmal muss man auch einfach mal zuschlagen. Und dann erst nachfragen. Hey, ich hab gerade deine Bloody Eggs für 320 Mio gekauft. Machst du auch 300? Ich wollte nicht, dass sie jemand anders kauft. Machst du auch 300? Hey, kann man da noch verhandeln? Bisschen teuer, die Twilight Suit, findest du nicht, Bro? Bisschen teuer. Tja, keine His Big Eggs mit Power Stomp Damage in ganz Darkon, außer die eine, auf die ich schon geoffert habe. That sucks. Arigan, was geht ab? Kefke. Bitte mal 70 Mio für die Big Eggs. Kannst du ruhig machen. Current Offer ist schon 80. Also ich meine, Current Fake Offer ist schon 80, meine ich natürlich. Ja, Versprecher, Verbrecher. Current Fake Offer ist 80 gerade. Hier ist eine Crab für 6,5. Ist die nicht 12 wert? Resale Styler? Ist das a case for Resale Styler? 6,5, man? Ist das nicht viel zu cheap? 8? Ah, dann lasse ich die Ende davon. Das ist mir zu heiß. Das ist mir zu heiß. Uff, fast verbrannt. Fast die Finger verbrannt in dem Ding. Dodged. Es fällt mir gerade auf, als habe ich den Shop von gestern gar nicht mehr gefunden, mehr, der das Schild hatte. Der stand da irgendwo rechts, er hat wahrscheinlich keinen... Entweder hat keinen Verkäufer oder ist ausgelaufen. Hat er verkauft... Jo, wir wissen beide, dass er das nicht verkauft hat. Ja, was soll der Geiz? Ah, ich sitze zumindest mal clean, falls ich keine finde. Hat er verschenkt. Das schon eher. Das würde ich tatsächlich glauben. Ich bin das verschenkte Schild und ich kann es bestätigen. My boy Midi. Na, er steht hier aber auch wirklich nicht mehr. Und wenn, hat er seinen Shop Warners aufgemacht. Oder er hat keinen mehr.
Wofür habe ich die Bloody One-Hand-Axe gekauft? Um sie jetzt wegzuschmeißen. Ich hasse Blades und möchte, dass alle Blades leiden. Vor allem Blades, die keine Bloody Axe haben und mir dabei zusehen müssen, wie ich meine Bloody Axe wegschmeiße. Mach quasi ein Giveaway. Warte ich, bis hier so 500 Zuschauer sind. Und dann schmeiße ich sie vor den Augen aller Zuschauer weg, statt sie zu vergiveawayen. Kappa. Gerold Steiner Sprudelwasser. Danke für den Follow. Das nenne ich mal Free Werbung, Free Marketing. Na ja, gut, lass mal's gut sein. Ich habe dir nicht so viel Zeit. Ist ja schon wieder Sonntag. Ich bin aufgewacht und dachte kurz, dass schon Montag ist und ich einfach komplett verpennt habe. War zum Glück nicht so. Naja, oder leider. Je nachdem, Auslegungssache. So. Zweite Bloody Axe ist auch am Start. Historic Big Axe ist auch am Start. Looking good. Looking good. Das Einzige, was ich nicht habe, ist dann, glaube ich, die Forbenboots. Die Forbenboots sind männlich, habe ich nicht. Einfach unfassbar, wie ich die noch nicht haben kann. Kriminell. Echt kriminell. Rip. Machen wir uns gleich noch die Dailies ab. Ups. Knights sind grundsätzlich nicht toxic. Gespenst, wie kommst du darauf? Knights sind Fleischspieler und Fleischspieler sind von Haus aus toxic. Ergo kann sich das nicht ausgehen. Was du da sagst. Damn, der hat auch eine Lichiki. Achso, ich wollte noch meinen Shop neu aufmachen. RIP. Der hat auch eine Lichiki für 400k. Going all out with the resale, man. Going all out with the resale. Na, dann gehe ich mit meinem Elementor mal Channel 1 und gebe mir noch schnell ein paar Sachen. Das sind eh nicht viele. Muss mit meinen anderen beiden Chars auch noch schnell Shop Inventar leeren. Na gut, dann gehe ich doch. Nein. Gehe ich mit dem RM Channel 3. Wechsel dann wieder. Die hier haben, glaube ich, volles Inventory. Vielleicht noch das ein oder andere Goodie für mich. Knights können einem keine Mobs klauen. Ach so. Ja. Das nicht, aber sie können dich beleidigen. Besser gesagt, sie werden dich beleidigen. Sie können deine Gefühle verletzen. Nice. Ein wertvolles Item schon mal gefunden. Uff.
klammer mich wirklich an jedem Strohhalm, um hier noch ein bisschen Kohle reinzukriegen. Bis zum Payday, aka Update Day. Das gehört hier zum guten Ton. Hey, hey du da drüben. In dem Wedge-Set hast du einen ganz schön dicken Hintern. Was? Ich hab gesagt, du hast einen dicken Hintern. Wow, okay, das hat mich jetzt echt verletzt, Mann. So sind Knights. Wenn man ihnen in der freien Natur begegnet. Tin, 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 tin. Oh, ich hasse das, wenn diese Schriftzüge immer in der Mitte alles verdecken, Alter. Meine Güte. Wieso ist das eigentlich mitten im Bildschirm, diese Benachrichtigungen? Stamp plus 7, let's go. Okay, juice me up. Little rejuice. Und eine Litchi Key. Let's go. Mein Elementor hat noch ein Demol. Leider nur plus 3. Ich wünschte, er wäre plus 7. So. Da ich noch diese Boots gedroppt. Psychon Boots, das seht ihr gerade nicht, aber ist egal. Nee, wertlos. Also, ich müsste nur schauen, ob ich sie schon im Lager habe. Aber probably. Probably habe ich das. Gut. Das ist das erste Mal seit Monaten, dass ich unter, dass ich unter 100 Mio bin. Ich bin richtig broke, könnte man sagen. Habe ich ein Video zum Pet-System bzw. Vergleich zum alten Flife-PC? Gute Frage. Also ich habe ein Video zum Pet-System, aber ich habe kein Video mit dem Vergleich. Also Vergleich zwischen Flife PC und Universe habe ich nicht, weil das eigentlich auch ziemlich sinnlos ist. Also ich meine, es ist vielleicht interessant zu wissen, was ist jetzt anders und so, aber eigentlich ist ja nur interessant, wie das neue System funktioniert. Wie fühlt sich diese Armut an? Bescheiden. Ich muss mehr Bloody Crafting machen. I need to Bloody Craft more. Mal gucken, wie mein Shop zurückkommt. Eieiei. Natürlich genau die Sachen verkauft, die nichts wert sind. Verdammt. Verdammt, Schnorboy. Na, ich hab nichts mehr. So. Boah, das ist halt gar nichts, ey. Der Shop ist ja quasi leer. Alter Schwede. Der Shop ist halt effektiv leer. Shop Nummer 17 übrigens, falls irgendjemand Buch führt. For the bookmakers here, it's Shop Nummer 17. Seit ich den Battle Pass gekauft habe. Den ersten.
Hey, ich habe einen Vitaldrink verkauft. Let's go. Shoutout an den Boy oder Girl, der die das gekauft hat. Ich meine, ich könnte mal ein paar Karten probieren zu verkaufen. Davon habe ich eh so viele. Alle Karten Stufe 1. Oh, was sind die beim Penya? Das sollte man lieber mal nachschauen. Also ich glaube, sie sind 500 Penya wert. Stufe 1 müsste 500 Penya beim NPC sein, aber... We gotta double check that. 1000... Ah ne, 1000 sind sie wert. 1000. 1000 und 1500. 500 ist die Differenz. Okay, also ab 2000 kann man quasi keine Miese machen. Ja, gut. Ja, dann mache ich mal die Elemente, die am meisten gesocket werden. Gedingst werden. Machen wir einfach alle für 3000. Das ist Blitz. Das ist Water. Und das ist Feuer. Oh. Passt, dann habe ich noch einen Slot frei. Was packen wir in den letzten Scammer-Slot rein? In den letzten Scammer-Slot packen wir Lightnings 3 rein und schreiben in den Shop-Titel Lightning... Vergessen, dass ich live bin. Die Reseller werden sich freuen. Glaubst du? Das wollte ich gerade sagen. Ich weiß nicht, ich habe halt so viele Ocean und Earthquake, aber vielleicht brauche ich die irgendwann mal. 3K ist zu wenig. Echt, aber die Typen in Darkon hatten auch alle 3K. Für welche Karten oder für beide, meinst du? Egal. Ich glaube nicht, dass sie viel mehr wert sind. Problem ist, niemand verkauft Karten. Ich wüsste auch gar nicht, wo ich das nachschauen sollte. Alec Cards. Na gut, der hat 10.000. What the hell? 10 und 20.000 hat der. Wenn du der Auserwählte bist, bist du der Auserwählte. Tja, ist das legit der Einzige, der hier Karten verkauft? Also 10.000 ist definitiv zu viel für die Einser und 20 für die Zweier ist viel zu viel. 7 und 9. Ich glaube, wenn, dann mache ich 3 und 5. Also die höheren für 2K mehr. War ein Update, by the way. Ich mach 4 und 7. 4 und 7 mache ich. Ja, wobei 5 und 7. 4 ist so eine komische Zahl. Da wird legit niemand eine kaufen. Na gut, wobei eine vielleicht schon. Oh, ups, das war eine 0 zu viel. Lul. Und was habe ich noch? Water, ne? Das sind so die drei beliebtesten. Jetzt haben wir noch das Problem, was wir in den letzten Slot packen. Lightning 2? Wieso kann ich das nicht switchen? Ach, weil es im Invi-Back ist. Lightning 2. 142 für 50.000. Naja, ich baller die Lightning 3 rein. 82 für 120k. Ah, Lichiki. Ach, Komma kann man nicht machen, ne? Sorrow, was geht ab? Eine Frage, yes. Level 16 Mercenary. Weiter Combat Set oder auf Rescon wechseln? Wenn du keine Probleme hast, dass du die ganze Zeit stirbst, bleibst du bei Comet und nur zum Gegen. Oder wenn du unbedingt HP brauchst, AOE Blade zum Beispiel, dann würdest du Rescon nehmen. Aber... Normal, bis Level 90 bleibt man eigentlich auf Comet.
Ah, nee, ich schreibe lieber Reroll Pets. Obwohl nur eins drin ist. Das ist das einzige Reroll Pet. Und das ist ein Reroll Pet für Klasse E. Ja, es sieht auch sexy aus. Wenn der Shop voll ist, das sieht halt gleich. Das macht gleich so einen sehr viel seriöseren Eindruck, als wenn du da mit so einem halb leeren, billigen, Möchtegern-Shop rumstehst. Das Reroll Pad ist teurer als selbst hergestellt. Ist es nicht. Das kostet 12 Mio und ich hab's für 9,5 drin. Das kostet legit 12 Mio. Wisst ihr von mir? Oh, ich hab die Krabbe vergessen, verdammt. Na egal, die packe ich beim nächsten Mal wieder mit rein. Keine Box nochmal zu machen. Dann beim nächsten Mal, Mr. Krabby Patty. Dann beim nächsten Mal. Ja, stimmt, die Krabbe habe ich voll vergessen, oder? Die war doch gar nicht in dem Shop. Ah ja, doch. Oh, die habe ich für 20 Mio drin, der. Kein Wunder, dass die zurückgekommen ist. Kein Wunder, dass die zurückgekommen ist. Wenn du schon Pet hast, dann nur 4 Mio. Echt? Aber die erste Stufe kostet auch 10, oder ist das die zweite Stufe, die 10 kostet? Ich war mir ziemlich sicher, dass es 10 kostet. Von F auf E, also du schlüpfst es für 2 und dann machst du das Level Up für 10, oder nicht? Von E auf D kostet 14. Oh. Ups, dann habe ich da wohl was verwechselt. LOL! LOL! Ein perfektes Schadensreflexionsschild. Ein perfektes Schadensreflexionsschild. Das müsste man sich eigentlich allein aus dem Grund kaufen, falls das irgendwann mal relevant ist. Einfach, dass man es hat. Müsste man sich eigentlich nur aus dem Grund kaufen, weil es ein perfektes Schild ist. Weiß man ja nie, wann man das mal gebrauchen kann. Ich bin so ein Messi, ich will einfach alles haben. Da spricht jemand, der schon Milliarden verloren hat in dem System, deswegen weiß er das auswendig. Er hat schon Milliarden in diesem System verloren und deswegen weiß er das so gut. Lil Bro's broke cause of the system, man. So. Let's go. Top G ist wieder vereint. Man nennt mich nicht umsonst den Zuchtbeauftragten. Das kann man auch falsch verstehen. Aber das wolltest du wahrscheinlich auch. Ich verstehe es falsch. Ich glaube, ich bin der Einzige, der es auch anders verstehen könnte. Tatsächlich. Hm. Das war nicht Mr. Sexy Catchers. Mr. Sexy Catcher.
Muss bald mal wieder Materials, glaube ich, rübertauschen, oder? Ah, 7000 Errands. Oh, bei den anderen sieht es nicht so gut aus. Verstehe ich, wie ich fast doppelt so viel Errands habe als von allen anderen, ey. Dabei sind das ja eigentlich immer die teuersten. Also wenn man den in der freien Wildbahn sieht, müssten ja theoretisch die meisten Leute sagen, den nehme ich mit. Und stattdessen ist es so, dass ich davon am meisten gesammelt habe. Das heißt, die meisten Leute nehmen ihn offensichtlich nicht mit, wenn sie ihn sehen. That's weird. Och, meine Charakter werden einfach wieder in Usbekistan angezeigt, Alter. Ich will doch einfach nur wissen, wo meine Charakter sind, Mann. Zeig's mir doch einfach mal. Zeig's mir doch einfach mal an, wo meine verdammten Charakter sind, Alter. Es kann doch nicht so viel verdankt sein. Okay, sie werden actually da angezeigt, wo sie sind. Aber erst beim zweiten Mal. Es braucht immer noch mal einen zweiten Anlauf. Nie geht das mal sofort. Alter, 80%. Ich level nicht mehr mit Party auf Schaden. Hat mal wieder jemand nicht aufgepasst. Ich habe gesagt, ich mache 50% und dann wieder Party auf Level. Bis zum Update. Damit wir schön keinen Progress machen. Und ihr euch schön langweilt. Oh oh. Da warst du nicht da? Oh. Das habe ich zwar schon ungefähr 50 Mal gesagt, aber gut. Okay, dann warst du da wohl komischerweise nicht da. Kappa. Das Update kommt nächsten Montag. Aha. Nächsten Montag im Jahr 2024 vielleicht. Ich weiß, Stonegoat. Und deswegen kommen auch nächste Woche deine Eltern ins Gespräch, zum Gespräch rein, zu mir, ins Büro. Da muss mal ein ernstes Wörtchen gewechselt werden, weil so kann es bei euch zu Hause nicht mehr weitergehen. Das behindert ja jeglichen Lernerfolg bei dir. So wirst du nie das Abitur schaffen. Mit dieser Einstellung. Lohnt es sich, Harvesting Cloth plus 5 zu kaufen, aber welche aktuell mit plus 2? Es lohnt sich, sie zu kaufen, ja. Aber kommt auf den Preis an. Also selber machen würde ich nicht empfehlen, weil das ist, das kann richtig in die Hose gehen. Also ich glaube, das Schlimmste, was ich jemals gehört habe, war 600 Power Dice 8 oder so. Das sind einfach 120 Mio. RIP. Worth. Es sind 120 Mio und es dauert ungefähr 3 Stunden. No joke, es dauert legit 3 Stunden. Und du verlierst einfach nur Geld die ganze Zeit. Das macht so aggressiv. Solche Sachen machen so aggressiv. Wobei es sein könnte, wenn du deinen Battle Pass hast, dass es dann schneller geht. Das weiß ich nicht. Könnte sein, dass es schneller geht, wenn du einen Battle Pass hast. Aber würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen. Geht's? Oh. Ja, er weiß es natürlich wieder. Er weiß es natürlich wieder. Warum weißt du sowas immer? Weil du cashst. Kein Battle Pass mehr. Doubt it. Das wäre auch ein cooles Giveaway gewesen, wenn sie beim Stream Battle Pass für Giveaway hätten. Das hätte ich auch gefeiert. Free Battle Pass? Das wäre ein ultra krank gutes Giveaway. Das wusste ich noch vom letzten Mal, als ich die 5KF Coins gewonnen habe. Und ich mir damit den Battle Pass gekauft habe. Ah, die Story kommt mir bekannt vor. Wir sind die Jäger. Wir sind das Essen und wir sind die Jäger. Bam.
Mighty und Pinsero hat sich gelohnt. Kappa, gönn dir die 8 Mio, Bro. Den du 3 Stunden angestanden hast. Man muss das System permanent schlecht reden. Nicht, dass hier irgendwann mal jemand kurz reinklickt und dann sagt, ey, die Leute lieben das System. Immer schlecht reden, jede Sekunde. Nur so können wir das erzwingen, dass es vielleicht früher kommt. Kam's direkt rein. Hörst du eigentlich zu, wenn ich rede? Der System ist immer da. Ja, leider ist es das. Der System ist immer da. Ah, oh, habe ich die Party nicht auf. OMG. RIP. That's a RIP Nation right there. RIP-erino. Der System wird nie müde. Der System ist vor GM in-game. Ja. Offensichtlich sind Games sehr selten in-game. Kann man jetzt wohl mal vermuten. Dass die Bezeichnung Game Master ein bisschen ins Lächerliche zieht. Aber vielleicht ist ein anderes Game gemeint. Eine Game Show vielleicht. Wer wird Millionär? Er meint Rose Online. Rose Online, damn, was ist daraus eigentlich geworden? Is it dead? Ist er schon tot? Wurde hier halt eine Woche lang erwähnt und danach nie wieder drüber geredet. Games sind hier so selten in-game, dass wenn jemand GM-Mod in-game sieht, denkt man zuerst, ist der legit ein Hacker. True. True. Weiß es, Piccolo, wenn einen obszönen Namen, deinen obszönen Namen in Honigpferd ändert. Weil das Lustige ist ja, bei Pferden gibt es ja auch ganz schön obszöne Namen. Oder Namen, die obszön verwendet werden, sagen wir es so. Stute, um ein Beispiel zu nennen. Gaul. Eventuell noch mit anderen Wörtern kombiniert, erst dann wird es wirklich schlimm, aber... I'm just saying, man. Er bewegt sich da auf dünnem Eis. Das ist ein schmaler Grat zwischen harmlos und obszön. Hengst? Hengst? Eine gefährliche Welt, in die er sich da begibt. Den Spieß kann man auch umdrehen. Den Spieß kann man auch umdrehen. Danke, Magambo. Asrin Boots plus 4 für 200k gekauft. Schmeckt gut. Damn. Lass dir dieses Festmahl schmecken. Du hast es verdient. Uff. Ach, ich hatte kein GT.
Ich hab GT vergessen. Dragon Ball GT vergessen. Meine Güte. Alles kaputt hier. Alles kaputt gemacht. Wie kann man nur Dragon Ball GT vergessen? Nerf it and run. Tja. Die Cast Time habe ich 157. Wenn die Socke released werden, bei 200. Oder war es 167. Wenn Socke released werden, Waffensocke, dann fast 200. Was? Die Party? Was? Als ob die immer noch nicht 20 ist. Oh, es fehlen halt legit zwei Mobs, ey. Das wäre so typisch. Wie viel Cast-Time hast du, Magambo? Mit Haste, bitte. Das Schmutz-Event geht noch 11 Tage. Er ist halt geisteskrank, Alter. Das Event läuft jetzt 4 Tage. Und die Event-Items sind nicht mal mehr 100k wert. In Darkon stand einfach einer, der sie für 75.000 verkauft hat. Nach 4 Tagen. Das ist einfach... Also ich meine, eigentlich müssten sie da sagen, oh wow, das Event kommt so schlecht an, wir kürzen es. Wir kürzen es. Es ist so ein schlechtes Event, wir müssen es kürzen. Es ist so grottenschlecht. Die Leute werden sauer, wenn sie das sehen. Eigentlich müssten sie das echt machen, ja. Ja, das spricht schon Bände, ey. Die sollen mal so Events machen, also ich weiß nicht, ob das bei FLIVE geht, aber die sollen mal so Events machen, so ähnlich wie Schnick, Schnack, Schnuck, so Minigames. Aber nicht Schnick, Schnack, Schnuck, weil Schnick, Schnack, Schnuck ist übelst der Dreck, weil du ja immer alles oder nichts hast. Also wenn du verlierst, kriegst du ja gar nichts. Das ist bad. Das mag auch keiner. Keiner, der nicht hardcore spielsüchtig ist. Sollen sie mal irgendwie sich sowas überlegen, so Minigames, die du so spielen kannst. Und du hast dann quasi immer so Checkpoints ab einer gewissen Stufe, wo du den Gewinn bekommst. Und du kannst dann weiterspielen oder so. So wie bei Wer wird Millionär halt, aber dass du halt nicht mit nichts rausgehst. Gut, bei Wer wird Millionär kann man mit nichts rausgehen, aber ich zwei Fragen richtig und du kriegst mindestens 500 Euro. Also so halt, also... Bei Schnick, Schnack, Schnuck, selbst wenn du 9-mal gewonnen hast, kriegst du nichts, wenn du dann verlierst. Also gar nichts und das kann es einfach nicht sein. Was ja auch so ultra unwahrscheinlich ist, dass man es überhaupt erreicht. Checkpoints, wir sind ja nicht bei Outlast. Ja, weil Outlast ja auch so ein leichtes Spiel ist, ne? Das ist halt das schlechteste Beispiel, dass wir das wählen können. Die Checkpoints in Outlast machen es nicht gerade einfach. Wenn es sie nicht gäbe, wäre es legit unmöglich, das Spiel durchzuspielen. Nächster 24-Stunden-Stream und Nullo Outlast spielen, let's go. Nope. Letztens auf Twitter gesehen, dass so ein Indie-Game in Entwicklung, wo quasi
glaube, da war jemand bei KFC heute. Wo jemand ein Horror-Game entwickelt, Indie-Entwickler 2. Und die haben das quasi so gemacht, dass sie, also das, quasi das ganze Spiel spielt sich quasi wie, wenn du durch eine Kamera schaust, die jemand quasi, also so eine Bodycam sozusagen. Also immer First Person, aber halt so ultra realistische Movements. Und dann laufen die, also in dem Showcase oder in dem Preview, Trailer, whatever, laufen die durch so einen Wald, gucken überall hin und es sieht alles auch ultra realistisch aus, weil es ja, wie gesagt, uff, she dead. Also wie gesagt, mit dieser Cam aufgenommen wurde, also zumindest die Movements von dem Game. Und dann sind da immer so random auch so Geister und so, die krabbeln dann auf einen Vieren auf dich zu, so sauschnell und so. Ist eigentlich so ähnlich wie Outlast vom Angstgefühl her. Sah pretty nice aus. Aber das ist nichts für euch. Ihr wollt nur Flife sehen. Ich weiß, was ihr sehen wollt. Ich bin ihr und ich kann das bestätigen. Das ist ein Witz. Ja, und jetzt weglaufen, dass die Agros zurück zu denen laufen. Das wäre funny. Und toxic. Vor allem wäre es toxic wahrscheinlich. Wir haben dir auch zugeguckt, dass du Fortnite gezockt hast. Gegen Bots. Man, war das eine Nacht. Das war die Nacht der Wunder. Einfach Bots abgezogen. Einfach eiskalt die Bots in Fortnite abgezogen, ohne mit der Wimper zu zucken. Was? Oh, lol. What the hell war das gerade für ein Troll? Alter, ich wollte schon sagen, nie im Leben habe ich das Vieh getroffen. Nie im Leben. Er hat mich einfach getrollt. Ich wurde einfach getrollt von einem fucking Monster in einem Videospiel. Ich wurde einfach von einem Videospielmonster getrollt. Naja. Das kommt noch? Hell no. These boys are angry, man. Och, nee. Oh, green? Green card? No. It's the vacuum. It's the trash. Wenn ich das erste Mal? True. Das ist wohl true. Valentine's Day letter. I'm rich. I'm making so much money with these good events. And this is fantastic, cause I need money, cause I'm broke. And this is not a good song. Oof. What? Was war das denn gerade? Hier sind Formboots plus 2 für 2 Mio. Ich zahle nicht mehr als 500k. Für diesen Müll. Ich verstehe sowieso nicht, wie ich die noch nicht selber hab droppen können. Ich bin halt legit seit Monaten in Asria. Seit Monaten? Ich bin seit Monaten bei Mammut. Um genau zu sein. Toxic Level Service Spieler. Disgusting behavior, as always. Wie würdest du denn höchstens für eine Kommission zahlen? 4, 5. Oder 5. 5 Mio.
Der NPC-Preis ist 4444. Ja, also passt doch 500k. Da müssten ja beide Parteien zufrieden sein. Also Formboots nicht plus 2 halt. Wenn sie plus 2 sind, dann halt, keine Ahnung, 700k. Also dann werde ich die wahrscheinlich noch selber droppen. Kein Grund zur Eile. Die werde ich wahrscheinlich noch selber droppen. Pass nur auf. Der Tag wird kommen. Der Victory Royale wird mein sein. Für Fortnite! Dafür, dass er das Spiel nicht spielt, kennt ihr aber ganz schön gut die Begrifflichkeiten. Du meinst Fliff? Da spricht man doch nicht Fly aus, du Vollidiot. Das heißt Fliff. Fly for fun. Fliff ist doch ganz einfach. Das kann sich doch jeder merken. Fly for Fortnite. So. Ja, Cheer Nation. Der hier ist fertig mit Cheer Nation. Der hier ist ziemlich sicher auch fertig. Der hier ist ziemlich sicher auch fertig. Der hier ist noch nicht fertig. Jetzt ist er fertig. Der hier ist fertig. Fertig. Oh, nice. Alle fertig jetzt. Oh, mein Blade kann ich cheeren. RIP. Wenn er cheeren könnte, wäre er fertig. Aber ich habe mir die Dailies nicht abgeholt, fällt mir gerade auf. Das muss man jetzt noch schnell machen, sonst vergesse ich das. Okay. Vergesst nicht eure Dailies. Spielzeit. Spielzeit. Und V. V ist auch wichtig. Okay. Spielzeit. 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 Okay, cringe. Wieso kriegt der Char schon wieder einen NV-Bag? Das ist so ein Troll. Achso, jetzt habe ich V nicht gedrückt, lol. Man müsste bei den meisten eh schon durch sein, aber just to be sure. Okay, passt. Batsch. Nur noch Blade einmarschieren in 18 Minuten. Hoffentlich denke ich da noch dran. Das sind ja nur 10 Punkte. Werden wir auch in Zukunft so eine Liste machen, also eine kleine, wo ich draufschreibe, mit welchem Char ich schon mit dem Battle Pass fertig bin. Das hat mich letztes Mal so getriggert, weil wenn du, also ich war da mit ein paar Chars fertig und mit ein paar noch nicht. Und wenn du zum Beispiel bei dieser Cheer-Mission weiter cheerst, so wie gerade eben, also der eine Char hatte ja quasi schon 5-mal gecheert, aber es steht halt trotzdem noch da, wenn du dann weiterhin cheerst, und ich meine, natürlich cheert man weiter, man benutzt ja Cheeren beim Leveln, steht dann trotzdem immer da, dass die Mission abgeschlossen wurde.
Irgendwann dachte ich mal, sie haben es geändert, weil es bei irgendeinem Char nicht da stand, aber es war wohl ein Bug oder so. Keine Ahnung. Aber ja, auf jeden Fall ist es ultra nervig, dass die das dann weiter anzeigen. Ich glaube höchstens, wenn du den Battle Pass schon abgeholt hast, also alle Belohnungen abgeholt hast. Ich schätze mal, dann wird es nicht mehr angezeigt, aber wow. Das wäre noch lächerlicher, wenn es dann auch noch angezeigt werden würde. Also ist nicht so schön. Lol. Wo ist das Violet Mammoth hin? It's gone. Bis morgen, Mr. Stone Goat. Wir sind Brothers of Arms. Brüder in Armut. Die etwas anderen Brother in Arms. Und nun an. Brothers in Scam? Damit will ich nichts zu tun haben. Auf dem Papier. Aber ja, jetzt brauche ich eigentlich nur noch Forben Boots, dann noch das Nox-Set fertig. Da reden wir von insgesamt einem Kostenaufwand von unter 100 Mio wahrscheinlich. Also sind Peanuts. Forben, Forben auch, aber Nox hätte ich schon kaufen können eigentlich die ganze Zeit, aber ich warte, dass ich gestattete Teile bekomme. Und ich will kein Geerbtes kaufen oder nicht unbedingt, weil ich es wahrscheinlich eh nicht benutzen werde. Bis nur mal auf der Bank liegen haben. Für schlechte Zeiten. Und genau. Das fehlt mir quasi noch an Equipment und dann noch für den Knight halt. Aber das ist das. Das sind eigentlich wirklich alles Sachen im Wert von unter 200 Mio. Also eigentlich echt Peanuts. Wenn ich das alles habe, dann kaufe ich danach nur noch Projects. Zwei noch vom Nox, alles außer die Handschuhe. Aber die Handschuhe sind mit 3 STA gestattet und ich will eigentlich, dass alle Teile gestattet sind. STA oder Dex, aber eigentlich nur STA, weil wenn ich das Set benutze, dann wahrscheinlich zum Tanken. Also beziehungsweise aus Tank-Gründen, AP-Gründen und nicht aus Blockrate-Gründen. Also nicht aus AOE-Gründen unbedingt. Also auch, ich meine, zum Leveln AOE-Set zu haben, ist auch nicht schlecht auf der Hinterhand. Aber ich schätze mal, wenn ich es wirklich trage, dann eher, weil ich die HP haben will. Wenn es dann STA gestattet wäre, wäre halt einfach nice, weil es dann noch mehr HP gibt. Also 4x3 STA, 12 STA ist ja schon nicht schlecht. Wenn man schon in die Defensive geht. Aber wird natürlich schwierig, 3 identische Teile zu finden. Vermutlich. Weil ich immer mehr gestattete bloody Sachen sehe. Und da Nox ziemlich unbeliebt ist und das eigentlich kein Mensch trägt und wenn dann meistens mit Dex gestattet, müssten die SDA gestatteten Teile ziemlich günstig sein. Also die Gauns habe ich für, glaube, 15 oder 20 Mio gekauft. Und allein 4 Stats Gross wären eigentlich schon genauso viel wert fast. Also plus die cleanen Gauns. Das war sogar günstiger, glaube ich. Ich weiß nicht mehr. Das werde ich jetzt vor dem Update alles easy noch schaffen, weil wir haben ja noch unendlich viel Zeit. Ist das nicht schön, wie viel Zeit wir noch haben? So viel Zeit, da hat man... Kann man noch alles machen. Alles. Alles, was man will.
sehe crazy, wie ich eigentlich alles, was ich habe, nur durch fast nur durch Leveln finanziert habe. Einfach nur Monster töten. Du hast noch Nox Boots Clean oder 3x-Dex 2 STA gestattet? Echt? Männlich oder weiblich? Das hätte ich vielleicht dazu sagen sollen. Weil Nox ist ja leider Nox. Eigentlich nicht, aber eigentlich schon. Eigentlich nicht, aber praktisch schon. Ooh, Baby. Casual halt. Ja. Schon. Deswegen ja. Casual-Spieler machen ja keine Dungeon Runs. Legend King Toby, was geht ab? Hast 10M. Und was willst du dafür? How much Mula? Soll da den Tisch wechseln? Also deinen Farmpartner fragen? Welche will ich? Achso, ja, die gestatteten natürlich. Ich dachte, das war klar. Ja, die gestatteten natürlich. Ich hoffe, dein Farmpartner weiß, was Nox Boots Clean wert sind. Und ich hoffe, dein Farmpartner ist gewöhnt, darin Lowball Offer zu kriegen. Ich bin nämlich Dr. Professor Lowball Offer. $2,50, immer gutes Offer. Ja. Kommt drauf an, $2,50 kann man unterschiedlich interpretieren. 250, 25, 2,5 Mio. Also in Fly würde man es eher als 2,5 lesen als 2,50. Ich weiß schon, wie du es meinst, aber ist tatsächlich schwierig. Oder sogar 2,5 Milliarden. Das könnten auch 2,5 Milliarden sein. Uff. Yikes. Das sehe ich doch gern. The Double Mineral Catcher. Let's go. Na, endlich. Endlich offenbaren sie sich mir. Oh, keine MP mehr. $2,5 Mio wäre doch auch noch recht günstig. Das wäre kein Lowball-Offer mehr, das wäre wie, als würde ich den beiden ins Gesicht spucken. Wobei ich tatsächlich vorhin clean Nox Gowns für 5 Mio im Shop gesehen habe. Weibliche. 50, meint er? Okay, dann bin ich raus. Ich würde maximal 20 zahlen.
Naja, oder 2,50, also 25. Sind perfekt gestattet. Sage ich nicht das Gegenteil davon. Man muss halt auch jemanden finden, dem es das wert ist. Und es gibt nur sehr wenige AOE-Blades im High-Level. Sehr wenige. Smogs, was geht ab? So ein Kräuterglob ist 5 wert. Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Das ist nur Collector plus 5, geht meistens so für 12 Mio über den Tisch. Also wahrscheinlich. Also der die Gloves müssten theoretisch ein bisschen teurer sein. Weil es viel schwieriger ist, die plus 5 zu kriegen. Gute Nacht, Pixelchen. Also es ist viel schwieriger, die Gloves plus 5 zu kriegen. Die haben irgendwie auf der höchsten Stufe nur eine einstellige Prozentzahl und zwar eine niedrige. Irgendwie 2% oder so, dass sie plus 5 gehen. Also es ist actually sau schwer. Also müssten sie theoretisch teurer sein. Dadurch, dass sie aber fast irrelevant sind, weil Berries sind, selbst wenn du es mit einem Nuller Gloves farmst, wahrscheinlich ultra einfach zu kriegen. Also 5 braucht man nicht unbedingt. Und Berries sind so oder so nichts wert, also es... Ja... Ist nicht wirklich nötig. Also ich würde schätzen zwischen 10 und 20. Und mir persönlich wären sie gleich nicht mehr als 15 wert. Power Dice 8 ist mittlerweile sogar weniger als 200k wert. Eher so 160 bis 180, glaube ich. Oder 150 bis 170. Whatever. Also ziemlich wenig. Aber trotzdem, wenn du 200 Stück brauchst und es kann schnell gehen, schnell passieren, dann bist du halt auch ganz schnell wieder bei 15 Mio. Von dem her, ja, aber ich würde sagen 10 Mio wäre, 10 bis 12 wäre Hammer und max 15 würde ich sagen. Ansonsten macht ihr selber ein plus 4 und das reicht dann auch. Also ich habe nur Ding gemacht, meine Battle Pass Aufgaben und da kriege ich ohne Party Skills, also wenn du Party Skills aktivierst, Giftbox bzw. Fortune Circle brauchst du nicht aktivieren. Giftbox lässt die Berries, also da spawnen ja solche Käfer, wenn du die farmst. Je höher dein Glove, desto wahrscheinlicher, dass ein Käfer spawnt. Und der Käfer droppt zusätzliche Berries und mit Giftbox droppen die doppelt Berries. Und ich habe es quasi mit einem Glove plus 5 gefarmt, aber ohne Giftbox, weil ich halt noch keine Party auf Level 40 hatte. Und es mir auch nicht so wichtig war, weil ich habe eh genug Berries bekommen. Also ich habe jetzt über 50.000 von denen, die ich da gefarmt habe, Light Berries. Und die werde ich halt niemals benutzen wahrscheinlich. Deswegen war es mir jetzt... Und ich habe auch keinen Platz dafür auf meinem Char gehabt, auf dem ich das dann eingelagert habe. Nicht wirklich. Und deswegen, ja. Wenn du es mit einem Vierer-Glove farmst, aber dafür mit Giftbox, müsstest du mindestens genauso viele Berries kriegen. Wahrscheinlich sogar mehr als ich. Also, ja. Andererseits, sprechen wir hier eher über Peanuts. Also 15 oder 20 Mio ist ja das Kleingeld. Vor allem für so einen Großverdiener wie dich. So ein Großverdiener Multimillionär wie dich. Das ist ein Kleingeld. Mr. Smogs. Ich glaube, es waren ein bisschen viele Mammuts. Will they all die? Or will they all run away? Einer läuft weg. Quasi, hehe.
Sag ich doch, alle meine VIPs sind Multimilliardäre. Denn sie haben mein Buch, How to be a Billionaire, auf Amazon bestellt. Link in der Beschreibung. Höchster Scheiß am aber erst 77. Wir haben erst L plus M gezogen, dann noch ein Jester, Nightblade und BP nachgezogen. Der 77er zieht jetzt alle. Nice. Wo ist Ranger? Das ist alle Klassen aufgelistet, also Ranger. Und Psy. What happened to those two? Ranger und Psy interessieren mich nicht so. Sorry. Who the hell is sorry, man? Wow. Cloud9 wurde einfach von IHC aus Katowice rausgekickt. Was zum Teufel? Uff, und das bedeutet, FaZe muss morgen gegen Cloud9 spielen, gegen IHC spielen. No! Rip us, man. Rip us. Ranger Damage sucked. True. Wo hast du das nur gehört? Also, das habe ich noch nie gehört. Wer hat dir das denn gesagt? Kerrigan is life, Kerrigan is love. Ja, gestern war er einfach Top-Fragger in dem gesamten Best of Three. Und heute war er ultra-bad. Immer dieses Up and Down. Weil gut, kann man nicht ganz vergleichen, weil gestern haben sie gegen Team Spirit gespielt. Und heute gegen G2. Sind ein bisschen bessere Gegner. Ist ein bisschen Unterschied, ob du gegen G2 oder Spirit spielst. Das war wieder so unverschämt. Muss auch nicht fraggen. Ja, aber wenn er fraggt, dann ist es quasi ein Auto-Win. Eben weil er es nicht muss. Das heißt, wenn er es tut, garantiert er den Sieg. Weißt du? Das ist eigentlich bei allen Ingame-Liedern so, die eigentlich keine Fragger sind. Sobald die mal gut spielen, ist es quasi fast unmöglich, dass sie verlieren. Weil man es eben nicht erwartet und die anderen auch alle extrem gut sind. Aber das Problem ist, wenn die anderen mal schlecht spielen und der Ingame-Leader auch ultra schlecht spielt, dann ist das quasi ein Auto-Lose. That's the problem. Was mein Lieblingsteamspieler? Ist das nicht offensichtlich? Also zumindest Team. It's FaZe Clan, man. FaZe the fuck up, baby. FaZe up. Cringe.
Lieblingsspieler, weiß ich gar nicht. Eigentlich war es mal Rain. Aber mittlerweile würde ich sagen Twists. Also ich meine, Rain ist immer noch heftig. Aber Twists ist auch geisteskrank. Die Magician. Die North American Magician. Ey, ich hab schon wieder meinen Fuchs vergessen, das gibt's halt nicht. Faces Real Madrid des E-Sports. Naja, nur bei Shootern, würde ich sagen, oder? Die sind eigentlich nur bei Shootern im E-Sports drin. Und Rocket League, glaube ich, aber sonst nur Shooter. Und in den meisten sind sie nicht wirklich gut, eigentlich nur bei Counter-Strike. Also Valorant habe ich letztens zufällig auf Twitter gesehen. Valorant ist all over Twitter leider. Weil ich das eigentlich schon markiert habe, es interessiert mich nicht, aber es fällt immer in Twitter, sehe so dämlich. Es schlägt dir halt einfach Sachen vor, Gaming, und dann zeigst du dir halbnackte Frauen, die ihr Onlyfans promoten. Weil sie sagen, what's your favorite game? Das ist nicht Gaming, Twitter, Mann. Das ist nicht freaking Gaming, nur weil da Gaming drin steht. Also egal, auf jeden Fall sehe ich da oft auch Valorant-Sachen, leider. Und da wurde so ein Ding gepostet von den Top, also von den 32 Teams. Da war in Brasil irgendwie das Major oder so. Und da war FaZe nicht dabei anscheinend. Das heißt, sie haben es nicht mal unter die 32 besten Teams der Welt geschafft. Und wenn du nicht unter den 32 besten Teams der Welt beim E-Sports bist, dann bist du alles andere außer gut. Also wenn man sich zum Major von einem Event schafft, ist ja wie bei League of Legends World Championship, dann... Ja gut, okay, League of Legends ist ein bisschen härter, muss man sagen, weil es da mehr Competition gibt. Aber, naja, ich meine, da will man schon hinschaffen. Sag ich mal. Wir gehen auf meine Bedürfnisse ein. Ja, nee, ich weiß eh nicht, wer damit immer anfängt, aber die posten auch immer die gleichen, das sage ich wie auf YouTube. Einer macht ein erfolgreiches Video und alle anderen kopieren sein Video im Endeffekt. Video und oder Thumbnail. Und da auf Twitter ist genau das gleiche. Eine geht viral mit so einem Gaming, mit so einem Post. Hey Gamers, what's your favorite game? Here's my OnlyFans, by the way. Gebt mir all euer Geld, bitte. Und dann, ja, hast du einen. Und alle anderen machen es nach. Was auch mal war, letztes Jahr, als Pokémon noch ein bisschen im Hype war, wegen den neuen Spielen, da haben sie es immer mit Pokémon gemacht. What's your favorite Pokémon? Und egal, wie viele von denen blockst oder so, die kommen immer wieder. Die machen sich alle gefühlt alle zwei Wochen einen neuen Account. Probably. It's crazy. Uff. No. Why do you wanna rave from me? Roses, danke für den Follow. Das ist mein Lieblings-Major-Final. Meins war FaZe gegen Cloud9 2015. Meins ist das Boston-Major-Final. Ich glaube, das war 2018, aber ja. Das war heftig. Klassischer Face-Choke. Da haben sie es auch gechoked, genauso wie heute.
Eins war tatsächlich wahrscheinlich, auch wenn es relativ langweilig war, weil es ja Free O war, das ging G2 letztes Jahr. Oder nee, das war nicht, war das Major Final? Doch, das war Major Final, oder? Ja doch, ich glaube schon. Oder das war Navi, nee, ich glaube es war Navi, ne? Nee, es war Navi. G2 gegen Navi? Nein, Face gegen Navi. Face gegen Navi, Major. Also das gegen G2, das Halbfinale, das war auch crazy, aber das Finale war geisteskrank. Vor allem das, wo Twists über Electronic drüber gesprungen ist und dann Triple Kill und die Runde komplett allein gewonnen hat. Das war, also ich meine, das war halt, ja, es war halt so langweilig, weil es halt nur drei Maps waren. Zwei Maps meine ich. Also es ging sau schnell vorbei, es hat ja keine drei Stunden gedauert oder so. Also es hat sich eigentlich nicht angefühlt wie ein Finale von der Länge her. Aber es waren trotzdem so kranke Plays und so ein heftiges Game, dass es sich trotzdem angefühlt hat, als hätten sie alle Maps und alle Runden gespielt. Das war schon crazy. Ja, Navi auf Nuke. Wobei die auf Nuke auch nicht mehr so gut sind. Also da war es noch so ein bisschen der Schatten, dass sie auf Nuke eigentlich eines der besten Teams sind. Aber danach haben sie, also danach war das dann eigentlich vorbei. Das war so der letzte Tag, wo noch irgendjemand gesagt hat, Navi ist auf Nukes extrem gut. Danach dann nicht mehr. Aber das war ja noch mit einem anderen Ingame-Leader, waren sie auf Nukes so heftig. Danach dann hat es nachgelassen. Und ja, aber genau das meine ich halt. Also wenn Kerrigan, das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Da hat Kerrigan ja, glaube ich, immer Smokes gepusht und die übelst disrespected eigentlich. Was man in so einem krassen Finale nicht macht, weil es ja auch übelst risky ist. Dass er dann einfach jedes Mal gepunished wirst. So Inferno Mitte durch eine Smoke durch und dann einfach Banane drei Leute gekillt oder so. Aber das war das, was ich meinte. Also wenn er so spielt, dann können sie halt quasi nicht verlieren eigentlich. Aber es ist halt immer so ein Up and Down. Mal macht das und mal macht das nicht. Oder er macht's und es geht übelst schief. Er hatte gestern, glaube ich, auch einen Kill, das habe ich mir gar nicht mehr angeschaut. Das habe ich leider gar nicht gesehen. Auf Nuke. Also ich weiß nicht, was genau passiert ist. Ich habe einen Screenshot gesehen. Da stand wohl einer direkt vor Kerrigan. Er hatte eine AUG. Und hat dann halt anscheinend sein Spray. Also er stand direkt vor ihm und hat nicht getroffen quasi und wurde dann gekillt. Also Classic Kerrigan Moment. Wollte ich mir noch anschauen, ist mir gerade eingefallen. Uff. Der Skandal mit Boomage, ja. Ist aber auch schon wild, also man weiß ja nicht, wie viel davon wirklich wahr war oder ist. Anscheinend schon ein bisschen was, weil er ein paar Sachen dann, glaube ich, zugegeben und so. Aber schon crazy. Das ist ja das, was man immer sagt. Don't trust dem Strand. Vertrau den Stränden nicht, wenn du verstehst, was ich meine. Niemals einem Strand vertrauen. Zumindest nicht, wenn sie Videos von ihr macht, wie du Kokain durch die Nase ziehst. Was? 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 Du löscht das, oder? Ja, ich lösch das. Uff.
Aber ja, vom Navi bin ich eigentlich auch kein wirklicher Fan. Simple soll ja auch ziemlich toxisch sein eigentlich, irgendwie. Also, oder nicht so extrem, aber schon ein bisschen. Und vor allem in der Zeit, wo sie so dominiert haben, irgendwie ist es auch immer langweilig, sag ich mal. Sag ich immer so. Wenn jemand immer nur gewinnt, wird's langweilig. War ja mal so 6 Monate oder so, haben sie legit kein einziges Match verloren oder so. Gefühlt. Schau dir Astralis an. Ja. Das war auch langweilig. Weil es da irgendwie komisch war, weil, ich meine, naja, keine Ahnung. War geil, die zu sehen. Ich weiß nicht, ich habe sie immer gehasst. Also, nicht auf einem Personal Level, sondern halt im Sinne von, dass sie halt immer die Teams rausschmeißen, wo man will, das gewinnen. In dem Sinne. Astralis nowadays, man. Was für ein Joke. Die haben ja sogar diesen Analyst Hunten eingestellt. Der sogar einen Bann bekommen hat von der ESL. Für 2 Jahre. Jetzt ist der Bann abgelaufen und sie haben ihn instant eingestellt. Absolut crazy. Kein Schamgefühl. Also besser gesagt, er war Coach, jetzt ist er Analyst. Und immerhin haben sie ihn nicht als Coach eingestellt. Zumindest noch ein kleines bisschen Respekt. Was ist dein Lieblingsthema? Ich hast du ja schon gesagt. Also Finale hast du gesagt, aber Team? Achso, und Ferocious, by the way. Danke, ne? Sorry. Ich war zu sehr in der Konversation gefangen. Ah. Damage Daddy, was geht ab? Nicht viel Müll vom Grinden. Oh, wie lange hast du heute gespielt? Wieder von 7 bis 8. Wieder so 13 Stunden gemacht. Bis 11? 11 bis jetzt. Oh, na gut, ist ja fast das gleiche. Und welches Level? Früher VP, dann C9, Shroud, Nothing, Taric. Das ist kein Lieblingsteam mehr. Oh. ...78, hast nicht den ganzen Tag gelevelt. Oh. Na ja, gut, aber warst du nicht gestern noch 60? Oder achso, 78, der Main-Char, ne? Der war gestern wahrscheinlich nicht 60.
Lohnt sich mit 78 eigentlich zu den Bäumen? Mhm. Ah, geht so. Eigentlich nicht so wirklich. Da würde ich eher noch Iren machen. Zu den Iren. Irish Pub. Irish Pub. Du magst Iren nicht besonders? Ja, aber 9 Level höhere Mobs ist nicht so klug eigentlich. Was bis 78 beim Marsch, weil die recht gut droppen. Okay. Keine Ahnung. Also ich würde mindestens bis 79, eigentlich bis 80 bei Iren bleiben. Und dann Masch. Oder Smolver Tanker könntest du auch noch gehen. Wir sind 84. Aber die haben halt legit nur einen Spawn. Wenn der belegt ist, dann ist RIP. Also gut, es sind 2 Spawns, aber der eine ist schlecht. Also finde ich zumindest. Ich hatte es zwar schon am Discord gefragt, aber mein Pass upgradet sich, sobald ich 80 bin, oder? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ich vermute es, aber ich weiß es nicht. Wäre unlogisch, wenn es nicht so wäre. Darfst du halt nur die Belohnungen nicht vorher abholen, dann geht's natürlich nicht. Kannst natürlich nicht doppelt absahnen. Oder? Außer das wurde auch bestätigt. Aber das wäre unlogisch. Dann würde sich jeder von jetzt an nur noch Chars auf 79 ziehen, bis zum nächsten Battle Pass warten, dann doppelte Belohnungen abgreifen. Das wäre insane. Auf 79 quasi Battle Pass fertig machen, abgeben, dann Level 80 machen und dann quasi. Das wäre klassisches Abusing. Na, ich hole es auch immer erst am Ende ab. Dann kann man einmal alles einlagern und dann hat sich's erledigt.
Oder der Echte, warum die einen guten Respawn von den Augus direkt neben die Mammuts gepackt haben. Beziehungsweise sogar zwei gute Respawns, das ist so unverschämt. Platzmangel. Danke, Miss Sango, für diese äußerst plausible Erklärung. Danke. Jetzt kann ich heute Nacht beruhigt schlafen gehen mit dieser Info. Danke dir. Appreciated. Appreciated. Immer zur Stelle. Aufopferungswürdig. Bewundernswert. Wirklich bewundernswert. Muss man wieder schauen, wie viel mein Blade an XP bekommen hat. Das ist bei uns, glaube ich, 13%. Richtig Angst, über nachzuschauen, weil das so wenig ist. Es geht so langsam voran. Eine blöde Frage, wofür euch das Pet eigentlich bestimmt schon 1000 Mal erklärt. Meinst du jetzt, was es bringt? Oder im Sinne von 3 Int ist nichts, wieso habe ich das draußen? Okay, der Blade hat 19,3. Das ist besser, als ich erwartet habe. Wegen den 3 Int. Naja, ganz einfach. Ich will ein Pet haben und selbst 3 Int bringt mir ja trotzdem was. Kleines bisschen mehr Damage. Minimalst, auf minimalster Ebene, aber ist ja egal. Könnte unter Umständen tatsächlich dafür sorgen, dass ein Mob mal schneller stirbt und deswegen nicht wegläuft. Rein theoretisch, rein hypothetisch könnte es sein. Also jeder Endpunkt bringt was. Ist ja quasi wie, als wäre ich jetzt Level 141. Sozusagen. Weil ich ja 3 End mehr habe. Also 2 plus 1. Da würdest du ja auch nicht sagen, warum 141, ist ja sinnlos. Wenn es gehen würde. So ungefähr. Und der andere Punkt ist, ich will schon auch ein höheres Pet haben. Aber ich will nicht so viel Geld, vor allem nicht auf einen Schlag dafür ausgeben. Und deswegen habe ich mich jetzt quasi, also nicht jetzt, ist schon Monate her, ich habe es nur immer vergessen rauszuholen, sonst wäre es wahrscheinlich schon lange Level up, habe mich dazu entschlossen, quasi die Pets zu spielen, aber sie quasi nur zu leveln, wenn sie quasi auch Food brauchen. Das heißt, ich level das Pet hoch, dann mache ich mir 10 Candies oder so, dann habe ich auf einen Schlag relativ hohe Kosten, aber dann benutze ich das Food nicht sofort auf einmal,
Ich weiß, es ergibt an für sich eigentlich nicht wirklich Sinn, aber so, das ist halt meine Logik dahinter. Danach hast du ja gefragt. Ich sage auch nicht, dass es Sinn ergibt. Das ergibt eigentlich überhaupt keinen Sinn. Aber ich mach's halt so. Oder na gut, okay, wenn die Pets teurer werden, werde ich es wahrscheinlich nicht so machen, dass ich mir gleich 10 Candies hole. Sondern, also jetzt die Stufe, weil es doch, ich meine, D und E ist natürlich extrem günstig. Wobei D, naja, geht. Aber, ich meine, da sind die Candies jetzt noch ziemlich günstig, deswegen kann man sich gleich 10 oder so holen. Und dann hast du die halt für die nächsten paar Wochen oder so. Bei mir sind es mittlerweile Monate. Und dann fütter ich sie quasi nur, wenn die Energie leer geht, also wenn der Effekt verloren geht. Damit ich sie halt, wie gesagt, dann trotzdem level. Also irgendwann haben sie dann die 100% oder die 99,99 und dann mache ich sie natürlich level up. Das ist ja eh for free. Einfach nur auf level up drücken. Sozusagen. Und ja, dann hole ich mir die neuen Candies vom höheren Level und dann mache ich es wieder so. Und dann habe ich quasi nicht diese immensen Ausgaben alle auf einen Schlag, wo halt manche Leute ja gleich 500 Millionen oder Milliarden ausgeben, wenn sie ein paar Rerolls machen oder halt hochleveln. Mehrere Pets gleich oder so. Sondern ich will es halt ein bisschen nutzen, dass man es halt ab und zu mal hat, so, oh, hier Pet Level up oder so. Aber ich will da eigentlich nicht so wirklich viel investieren. Also anfangs war meine Hoffnung, dass sie es noch günstiger machen, aber das ist jetzt mittlerweile, also die Hoffnung ist gestorben, weil es ist ja schon seit 6 Monaten da und es wird nicht günstiger. Also wäre auch ein absoluter Witz, wenn sie es jetzt noch günstiger machen würden, das wäre lächerlich. Wobei die andere Hoffnung war noch, dass man sich vielleicht mal Pet Candies durch ein Event erspielen kann. Also was auch richtig cool wäre, wäre gewesen, wenn zum Beispiel mal ein Event starten würde, wo du einfach random bei jedem Monster ab Level 20 random Pet Candies droppen könntest. Also ultra Unwahrscheinlichkeit. Und dann hast du quasi Boom. Dann hast du halt einfach random, wenn du Glück hast, droppst ein Pet Candy S. Beziehungsweise A ist das höchste, glaube ich, oder? A. Zum Beispiel. Oder halt auch ein AE, F, whatever. Würde das Ganze halt einfach ein bisschen zugänglicher machen. Aber bisher kam gar nichts in der Richtung. Und wie gesagt, ich habe die Hoffnung eh schon aufgegeben. Aber ich spiele halt auch Klassen, wo das Pet halt nicht so viel Unterschied macht. Also Ranger, okay, mit Crit Damage. Man macht natürlich schon einen Unterschied. Und Elementor theoretisch natürlich auch. Wenn 75 Int mehr, wäre schon geil. Aber im Verhältnis, oder beziehungsweise 75 ist sowieso Schwachsinn, ein perfektes Pet kriegst du natürlich eh nicht, einfach so, zumindest nicht selber machen. Müsstest halt von jemandem unvorstellbar teuer kaufen. Aber, ich bin halt jetzt einfach nicht so der Fan davon, so viel Geld dafür auszugeben, wenn mein Equipment anderweitig noch nicht so gut ist. Weil soll ich das im Flyf-PC eigentlich auch immer gemacht? Ich habe immer gesagt, erstmal mein Equipment gut machen. Wobei gut, im Flyf-PC konnten die Pets ja legit sterben. Das war natürlich auch noch so ein Grund, warum ich es da nicht so gefeiert habe. Weil es dann auch immer extreme Kosten verursacht hat, wenn du ein krasses Pet hast. Aber dann stirbt es einfach, wenn du gestorben bist. Das ist echt nervig gewesen. Deswegen habe ich da Pets auch nicht so wirklich gefeiert. Und, An meinem B-Day bekommst du auch wieder mal mein Abo. Weiter so. Vor the Grind, Raute 30 Star. Damn. Alles Gute, Elf, an dir. Danke dir. Happy Birthday. Ich war gerade so irritiert, weil der Sound so verspätet kam. Also ich habe mich schon gewundert, Tests ab und dann kam einfach nichts. Ich dachte schon, mein Headset ist zu leise, aber ich höre ja auch den Ingame-Sound, von dem her. Weird. Wie jung bist du geworden? Der 30. Also kurz vor der Altersteilzeit. Damn. F in der Chat. F in der Chat. Du bist der nächste Damage Daddy. Du bist der nächste. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, Pets waren für mich immer so die letzte Priorität. Also erst wenn alles andere sehr gut ist, fange ich an, wirklich Geld für Pets zu investieren. Vorher low budget, wenig,
auf weite Zeiträume verteilt, dass es einen nicht so hittet. Wie gesagt, also ich fütter die dann einfach runter. Also ich habe damit halt legit erst mit dem Elementor eigentlich wirklich angefangen. Bei meinem Ranger mache ich es auch so, der hat eine Krabbe mit 7 Crit Damage. Die fütter ich auch immer nur, wenn sie quasi keine Energie mehr hat, keinen Effekt mehr hat und ja. Mal schauen, wo das hinführt. Vorteil ist natürlich, wenn man dann irgendwann mal Geld ausgeben will, hat man halt schon vielleicht auch ein gutes Pet. Also der Fox ist perfekt, aber ist natürlich auch nur auf dem zweiten Level. Wo man dann auch einfach mal sagen kann, wenn man jetzt irgendwie, also sollte mal der Fall eintreten, dass ich mal sage, ey, ich habe 500 Mio und keine Ahnung wohin damit, könnte man dann halt schon bei einem bestehenden Pet einfach mal ein Level pushen oder so. Aber, naja, wird nicht passieren, dass ich das jemals sage. Das wird wohl eher nicht passieren. Du hast ein T-Shirt bekommen mit Glückwunsch zu Level 30. Echt? Naja. Not bad. Pff. Sie haben 500 Mio zu viel. Ich kann helfen. Na, Mr. G, ich denke, das kriege ich schon alleine weg. Ich denke, das kriege ich alleine weg, Sir. Wait, what? Was meinst du, was heißt das erste Wort, ey, von dir? Ich check's gerade nicht. Oh yeah. Ich nervt gerade, dass der Power Dice 8 Preis. Ach, der Grind im Relive. Ah. Naja, true. Müsste jetzt eigentlich auch mal mit meiner Hausarbeit anfangen. Ah. Motivation zero. Power Dice Preis bleibt stabil unter 200.000, obwohl alles darauf deutet, dass diese benötigt werden, aber mit einem Update. Naja, das Problem ist halt, das Problem ist, dass die einfach zu lange gewartet haben im Endeffekt und vermutlich die Bot-User dafür sorgen, dass die Power-Dice-Preise zusätzlich droppen. Also die Bot-User sorgen wahrscheinlich dafür, dass einfach viel zu viele Power-Dice existieren. Sowieso, mal ganz davon abgesehen, dass auch ohne die Bot-User zu viele Power-Dice existieren würden, aber sie machen es halt noch schlimmer. Und es war jetzt einfach zu lange Zeit. Also man braucht zwar Power Dice 8 für Schmuck plus 20 und so. Und das machen zwar auch einige Leute, aber die meisten machen es nicht. Und für Schmuck plus 17, 18 brauchst du nur wenige 100 Power Dice. Und jeder, der aber schon seit Release spielt oder jeder, der sehr viel spielt, droppt halt easy ein paar tausend Power Dice in der Zeit. Das heißt, der normale Spieler droppt mehr Power Dice, als er jemals verbrauchen wird. Und wenn du das quasi pro Kopf ausrechnest, heißt es einfach, dass es immer mehr Power Dice 8 gibt. Also es werden mehr hergestellt sozusagen als verbraucht. Gut, Ausnahme gibt es natürlich noch beim Crafting. Da braucht man auch Power Dice 8. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch nicht reicht. Also ich bin mir sehr sicher, dass mehr hergestellt werden als verbraucht werden. Und natürlich gehen wieder immer welche verloren, immer wenn jemand aufhört zu spielen und halt Power Dice auf seinem Account hat und sich dann einfach nicht mehr einloggt, dann sind die ja effektiv erstmal weg vom Markt. Das mag schon sein. Aber solange es keine Welle von Leuten gibt, wo plötzlich einfach so 500 Leute quitten oder so auf einen Schlag, wird sich das nicht wirklich auswirken. Und selbst wenn, die Bot-User überproduzieren so viel, dass es auch egal wäre wahrscheinlich.
Also selbst wenn irgendwie eine fette Quidwelle kommen würde, würden die Preise vielleicht kurzzeitig steigen, bis die Bot-User das mitbekommen und entsprechend darauf reagieren können. Entweder mit mehr Bots oder halt indem sie ihre gesamten Bestände auf den Markt schmeißen. Und schon hat sich das wieder, schon sind die Preise wieder unten. Also, ja, das ist meine Meinung, meine Vermutung. Ziemlich simpel. Ja, das ist nichts gegen den Penya Boost. Ich auch nicht, ich habe 2000 Power Dice 8 auf der Bank. 2100 mittlerweile sogar. Alle selbst gedroppt. Also wenn die auf 500k oder sogar eine Mio steigen würden, wäre ich instant reich. Aber das werden sie nicht, weil die Bot-User unser Leben kaputt machen. Unser virtuelles. Leider. Also 500.000 waren sie mal eine Zeit lang wert. Die ersten 2 Monate oder so. Dann sind sie langsam immer günstiger geworden. Und dann, als Sockin angekündigt wurde, an dem Tag haben welche Power Dice 8 für 500k verkauft. Nur ganz wenige. Ich habe da auch welche für... Ich weiß nicht, ob es 500k waren, aber ich habe da auch welche verkauft. Sau teuer. Doppelter Preis oder so. Das hat nur einen Tag angehalten. Danach hat eigentlich jeder gecheckt. Eigentlich ganz schön risky, jetzt irgendwas zu kaufen. Nur weil Update angekündigt ist. Und dann haben die Leute sofort aufgehört, es zu kaufen eigentlich. Also es waren wahrscheinlich nur so ein paar Leute, die alles kaufen wollten. Bevor sie dann selber wahrscheinlich gemerkt haben, dass das ziemlich sinnlos ist. Und ja. Dann hat sie das schnell wieder gelegt. Also es war legit ein Tag, wo man die teuer verkaufen konnte. Teurer. Das ist halt nie wieder im Preis steigen und wenn dann wenig. Naja, außer halt, sie machen sowas wie beim Crafting. Dass du quasi plötzlich einfach 5-mal so viele Power Dice brauchst für irgendwas. Also zum Beispiel Waffensockel 1 kostet 1 Power Dice 8. Waffensockel 2 kostet 2, Waffensockel 3 kostet 3, Waffensockel 4 4 und Waffensockel 5 5. Dann würdest du plötzlich so einen Mehrbedarf haben, der vom Markt nicht gedeckt werden kann. Weil dann brauchst du plötzlich statt im Schnitt 1400 Power Dice für 10 Sockel, brauchst du plötzlich 9000 Power Dice für 4 Sockel. Oder 8000. Und plötzlich hat niemand genug Power Dice und alle müssen kaufen. Wäre halt schön, wenn sie an sowas mal denken würden. Aber kann ich mir nicht vorstellen. Aber das wäre heftig, ja. Sowas in der Art. Als nur ein Beispiel. Rice Cake Preis sinkt immer noch, statt dass er steigt. Ja, das ist einfach Schmutz. I was es auch nicht, was es soll. I was es nicht. Was sie sich dabei gedacht haben, mit diesem Item. Grundsätzlich das Item einzuführen hat keinen Sinn ergeben. Hat ja auch instant wieder einen Aufschrei gegeben. Deswegen wurden sie auch genervt, die Rice Cakes. Also das hätte man aber vorher sich denken können. Also ich meine, es war ja klar, dass die GW-Spieler damit unzufrieden sein würden. Also es war jetzt wirklich keine Hexerei, dass man das hätte vorhersehen können. Dass das keine so gute Idee ist, wenn die im was sie halt auch einfach hätten machen können, sie einfach im GW nicht mehr erlauben. Aber stattdessen machen sie es so schlecht, dass sie jetzt einfach niemand mehr haben will. Erstmal. Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass sie im GW trotzdem noch zum Einsatz kommen werden. Also vielleicht aktuell nicht, das weiß ich nicht. Vielleicht Full Tanks benutzen sie jetzt vielleicht schon. Full Tanks mit Ultra 4 AP könnten sie jetzt vielleicht schon benutzen. Aber es könnte jetzt sein mit den Sockeln, dass sie dann trotzdem relevant sind. Weil sie dann eigentlich besser sein müssten als Goldpillen. Also wenn jetzt jemand, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber wenn jetzt jemand auf so weit über 100.000 HP kommen würde, ist halt eine Goldpille 15.000, genau. Und ein Rice Cake halt dann quasi, wenn du 100.000 hast, halt 20.000, wenn du jetzt, sag ich mal, 150.000 hast, dann ja noch mehr. Das heißt, irgendwann kommt der Punkt, wo der Rice Cake so unfassbar viel besser ist vom Heilungswert her, dass du diese 2 Sekunden längeren Cooldown trotzdem in Kauf nehmen wirst, weil er einfach so unfassbar viel mehr heilt. Problem ist, dann werden sich wahrscheinlich wieder Leute beschweren und dann erhöhen sie den Cooldown noch weiter. Wenn es soweit ist.
Aber es könnte halt der Punkt kommen, vor allem jetzt mit den Stockern ist das sogar sehr wahrscheinlich, dass das sehr bald passiert, dass die Rice Cakes dann trotzdem plötzlich jeder haben will. Weil dann Leute einfach so viel HP haben, dass dann quasi, also ich meine, ja, der Mindestwert an HP wären wohl 100.000, vorher macht es gar keinen Sinn. Aber der Vorteil ist halt, dass man Goldpillen nicht unlimitiert bekommt. Muss man halt auch dazu sagen. Und alle Pillen haben ja den gleichen Cooldown. Und Red Pill ist schon ziemlich schlecht. Also 9500 ist schon ziemlich schlecht. Also wenn du jetzt 100.000 HP hättest. Das haben natürlich die wenigsten, ist mir schon klar. Aber mit den Socken werden es zumindest ein paar Leute sein wahrscheinlich. Und dann kann schon sein, dass da dann was geht. Weiß nicht. Aber ist natürlich alles nur Spekulation, aber bevor du sie jetzt verkaufst für nichts, also alle meine Rice Cakes wären jetzt gerade mal 60 oder 70 Mio wert, wo ich da für 2 Wochen jeden Tag gelevelt habe im Endeffekt. Das ist ein bisschen wenig. Also da mache ich halt das 5-fache Geld mit NPC-Drops. Also halt no joke, das 10-fache Geld wahrscheinlich sogar mit NPC-Drops. Da kann ich sie auch einfach liegen lassen und drauf warten, wie sich das entwickelt. Wenn du sie jetzt verkaufst für sau wenig Geld und dann werden sie wirklich irgendwann teuer, dann ist der klassische Moment, wo du, wie bei Bitcoin oder so, der klassische Moment, wo du sagst, oh, hätte ich doch damals bloß nicht verkauft, dann wäre ich jetzt reich. Dann wäre ich jetzt Lottogewinner. Und dann sagst du, ach, und ich bin so dumm und habe sie verkauft und dann... Deswegen, don't do it. Don't do it. Die erhöhen eher die Protect-Anzahl pro Sockel. 1 Protect, 2 Protect, 3 Protect, 4 Protect, 5 Protect. Das wäre insane. Ja, mit Power Dice könnte ich mir das schon vorstellen. Es würde eigentlich sogar Sinn machen, weil es würde die Wirtschaft pushen. Also es würde den Preis von Power Dice erhöhen. Vor allem Power Dice 8 natürlich. Also, weiß nicht, ich fände es gut, ehrlich gesagt. Aber naja. Was ist denn die Erfolgschance beim Zocken auf 2-Hand-Waffen? Geht er bis 10 und 1 bis 5 ist die Erfolgschance gleich? Weiß man nicht. Aber es wird safe so sein, dass es fair ist, weil sonst wird es ja keinen Sinn ergeben. Dann würdest du ja instant 2-Hand quitten, lieber 1-Hand machen, wenn du da leichter an 10 Zocke kommst. Wäre ultra unfair. Also entweder wird es so sein, also ist meine Vermutung, du machst 5 Sockel und dann resettet. Was auch nicht wirklich logisch ist eigentlich. Oder halt, du machst 1-1, 2-2, also bei 2-Handwaffen sozusagen. Also du hast zweimal die Kosten und die Wahrscheinlichkeit vom ersten Sockel wie bei 1-Handwaffen. Also dein erster und zweiter Sockel haben quasi die gleichen Voraussetzungen. Gleiche Kosten, gleiche Wahrscheinlichkeit. Und der zweite und dritte Sockel ebenfalls. Der dritte und vierte, fünfte und sechste. Das heißt, es ist genauso einfach, auf einer Waffe 6 Sockel zu kriegen, wie auf 2 Waffen 3 Sockel, sozusagen. Was ja auch total Sinn ergeben würde. Oder halt das andere würde, also ich meine, an für sich wird es schon auch Sinn ergeben irgendwo, I guess. Aber man weiß es nicht, wie sie genau sie es machen. Ist Blade die stärkste Klasse aktuell? In Dungeons, ja. Also Damage Dealer, DPS ist er der stärkste. Klingt zu kompliziert für Gala. Tja, irgendwas müssen sie ja die letzten 5 Monate gemacht haben. PvP-mäßig auch? Nee, im PvP ist das ziemlich sicher nicht. Da ist er nicht der Stärkste. Ist im PvP am besten? Das kann man so pauschal nicht sagen, weil immer jemand anders gewinnt. Ich glaube, aktuell ist Elementor stark, Billposter und Jester. Aber ich interessiere mich für PvP nicht so sehr. Ich glaube, heute war ein Jester MVP, wenn mich nicht alles täuscht. Habe ich zufällig gesehen, weil ich genau da bin ich online gegangen, bis diese Meldung kam. Zum Farmen ist Elementor am besten. Zum Monster-Farmen ist Elementor sehr gut.
Blade nicht. Blade ist nur für Bossmonster gut. Mit dem Jester auch gut farmen. Bosse ja, Monster nein. Auf Totemia hat ein Ranger gewonnen. Naja, aber der Server ist ja tot. Da könntest du ja auch mit einem Magician gewinnen. Kappa. Kappa, Kappa, Kappa. Jetzt gleich einen Abgang machen. Cause it's Sunday. Ist echt schade, weil jetzt gerade ist mal ausnahmsweise fast nichts los. Zumindest ist kein anderer AOE-Leveler hier. Unten hat gerade jemand seine Chars abgestellt, aber der hat nicht angefangen zu leveln, seltsamerweise. Wahrscheinlich hat er mich gesehen und keine Lust mehr gehabt. Ugh, Toxic Elementor. Geht mir auf die Nerven. Ach, komm. Ist echt seltsam. Heute ist doch Sonntag, oder? Ja. Warum ist heute so wenig los? Aber sonst so wenig wie heute war noch nie los. Echt crazy. Also ich sag's vor allem deswegen, weil sonntags ist immer am meisten los. Urodeng ist halt tot. I guess. Wurde zu geflasht vom Stream am Freitag. Tja. Das war schon was zu verdauen. Mir auch in dem Stream. Am liebsten hätte ich auch gequittet, stattdessen Battle Pass geholt. Ja. Haben sie dich erwischt mit dem guten Marketing. Sie haben es im Stream sogar erwähnt mit dem Battle Pass, aber lustigerweise haben sie nicht gesagt, das wäre so klassisch gewesen, so, oh, Battle Pass? Übrigens, ihr könnt euch ein Battle... Oder haben sie es gesagt? Aber meine ich glaube, sie haben sogar gesagt, wenn man einen Erweiterten hat, kriegt man mehr Belohnungen. Ja doch, ich glaube, sie haben sogar in einem Nebensatz sogar ein bisschen gepusht. Naja, true, never mind. Aber hätten sie viel mehr machen müssen. Cash-Shop öffnen, zeigen. Und dann ein kleines Giveaway. Fünf Battle Pass für Giveaway. Meine Güte, ey. Die müssen noch so viel lernen. Die hätten ein mindestens halbstündiges Segment machen müssen über den Battle Pass. Da werden sich so viele wie möglich noch kaufen. Richtig schön Promo machen für den Battle Pass. Wieso kriegt man bei Giant Edgeguard his Waffen?
Weil Giant Vault der letzte ist, der Guardian-Waffen droppt. Und es ist einfach so. Es gab Terranord und Takuya. TNT sind in den Chat gekommen. TNT. Man. The Dynamic Duo. What's poppin'? Circa 20 Minuten wieder Battle Pass, Daddy's Grind. Ah, machst du es mal direkt um 0 Uhr. Den ganzen Tag lang Ruhe davon. True. Das ist wohl true. Piccolo hat versucht, bei den Demians durch eine unsichtbare Wand zu laufen. Echt? Inwiefern? Also im Sinne von, er wusste nicht, dass da eine unsichtbare Wand ist, oder er wusste, dass man sich da früher durchbuggen konnte durch eine unsichtbare Wand und hat probiert, es dort auch zu machen. Das habe ich tatsächlich gar nicht mitbekommen. Ich habe mich die ganze Zeit hingeschaut auf das Gameplay. Ich habe eher zugehört. Ich habe mehr zugeschaut als zugehört. Tatsächlich. Andersrum. Ich habe mir zugehört als zugeschaut. Ich würde jetzt nicht sagen, ich kenne Flares wie meine Westentasche, aber doch irgendwie schon. Und bei jemandem mit God Mode kann ja auch nicht passieren, dass er mal stirbt. Was ja in Flares so ziemlich das Highlight ist. Dass man jemanden auslacht, weil er gestorben ist. Das ist jetzt so ziemlich das Beste, was in Flares passieren kann, gameplay-technisch. Das Spannendste. Und das war ja nicht möglich. No. Kaufen sich eigentlich Quest-Items noch gut? Also Arsrare-Quest-Items? Weiß das jemand? Es dauert zwar noch ein bisschen, wahrscheinlich noch so ein, zwei Wochen. Aber mein Quest-Item-Lager-Char, der füllt sich langsam. Ist richtig nice. Dann habe ich einfach quasi... Ich meine, das ist eigentlich nicht so nice, wenn man es so sagt. Aber die Quest-Items sind allein beim NPC. Also ein Stack Blue Crystals, glaube ich, 6 Mio wert.
3 Mio meine ich. 1000 mal 3000 muss es sein. Und ich habe dann, wenn der Jar voll ist, sind es so 250.000 Quest-Items, glaube ich. Ne, wobei, Schwachsinn, aber meint. 100. 150.000. Pretty crazy. Ja, wobei wahrscheinlich nicht ganz 150.000. Irgendwas zwischen 110 und 130 wahrscheinlich. 42 von der Bank, 24 vom Invi-Bag und dann nochmal 40 oder so. Das sind die standardmäßigen 48. Ja, auf jeden Fall über 100. Also, allein beim NPC wären es wahrscheinlich so 200 bis 300 Mio. Sind natürlich auch ein paar Low-Level-Questies dabei. Hauptsächlich Blue Crystals. Aber wenn die bei anderen Spielern quasi mehr wert wären, wäre es noch mehr. Mehrere hundert Millionen im Endeffekt. Mindestens. Was genau muss eine Gilde können für das Gilden-Duell? Uff. Ist da auch kompliziert. Irgendwie Level 10. Nur auf Channel 2 oder so. Nur auf Channel 1 oder 2. Ist auch viele Bedingungen. Mindestens 10 Mitglieder, mindestens Level 5, nur auf Channel 1 oder 2. Mega kompliziert. Ultra der Act, das hinzubekommen. Müssen jetzt hier noch online sein? Ne, das nicht. Muss ich nur insgesamt an Mitgliedern haben. Deswegen ist es eigentlich auch komplett unlogisch. Aber es ist so. Ich glaube, es waren 10. Könnten auch 12 sein. Ich glaube, es waren 10. Uff. Wenn ich in Flyve was gelernt habe, dann ist es, wenn dir einer was verkaufen will in Flyve, dann musst du aber davon ausgehen, dass er lügt. Das ist die beste Qualität. Es ist schlechte Qualität. Das ist ein verdammt gutes Angebot. Das ist ein verdammt schlechtes Angebot. Du wirst es nirgendwo günstiger finden. Du wirst es überall günstiger finden. Flyve-Verkäufer in a nutshell. Das habe ich ja tatsächlich auch zwei Leuten schon gesagt, sowas. Aber da war ich auch genuinely triggered, muss ich sagen. Also der eine mit dem Crit-Widerstand-Shield, der 150 Mio dafür will. Wobei das halt niemand haben will. Niemand will Crit-Widerstand. Literally nur er und ich. Die einzigen beiden Spieler auf diesem Server, die das haben wollen. Und will 150 Mio dafür, obwohl ein perfektes Block-Shield günstiger ist. Also komplett crazy. Ich meine, er will es auch nicht wirklich verkaufen. Ich glaube, das ist das Hauptproblem. Er hat es mir quasi angeboten und will es mir halt zu einem sauhohen Preis verkaufen, sozusagen. So nach dem Motto, wenn du es noch dringender willst als ich, gebe ich es dir. Aber wenn nicht, dann behalte ich es lieber. So ungefähr. Was ich auch verstehen kann, aber trotzdem ist es nicht 150 Mio wert. Das ist ja dieser klassische Preis, den man nennt. Okay, für den Preis kann ich nicht nein sagen, so ungefähr. Da habe ich gesagt, das wirst du niemals verkaufen für den Preis. Das zahlt keiner. Wenn das irgendjemand anders hätte, würde das garantiert günstiger verkaufen. So habe ich dann geschrieben, so im Endeffekt. Also eigentlich genau das ist, was ich gerade gesagt habe. Das ist dann dieses klassische Live-Ding. Oder dass man halt demjenigen dann seine Ware schlecht redet oder so. Weil man über den gescheiterten Deal mad ist. Und das andere war das mit dem Warpon-Set, wo die geschrieben hat, die Untergrenze ist 60. Wobei, da habe ich, glaube ich, gerade... Habe ich da geantwortet überhaupt? Ich weiß gar nicht mehr. Habe ich noch geantwortet, ich zahle maximal 40? Wenn nicht, müsste ich es mal noch machen, weil ich will das Set eigentlich schon haben. Egal. Und das alles nur für 30 Battle Pass-Punkte. Ja, es lohnt sich eigentlich auch nicht wirklich. Also wir haben halt eine Partnerschaft mit den mächtigen Kaizen gemacht. Also ich habe ihm die Crystals gegeben, dass er die Gilde hochlevelt und bin ja auch mit meinen Chars und ein paar andere Leute auch mit ihren Chars in die Gilde. Dass wir das dann immer nutzen können.
Aber wir haben es immer noch nicht gemacht. Also jetzt wahrscheinlich dann erst nächstes Wochenende. Meine Güte. Ist es möglich, mit zwei Chars von einem Account gleichzeitig zu spielen? Nope. Das müssen zwei unterschiedliche Accounts sein. Ein Account kann nur einmal online sein. Wie viele Questies sind es circa? Weiß ich nicht. Bis Level 10. Ich bin mir nicht sicher, ob es Level 10 ist. Wie gesagt, das waren alles nur so vage Erinnerungen. Das ist ja schon 4 Monate her oder so seit dem ersten Battle Pass. Also ich weiß es, to be honest, nicht mehr. Dein Leben ist die Hölle. Wieso? Hast du deine M und dein Main auf einem und denselben Account, oder was? Geht mir auch so. Ich habe meinen Blade, meinen Ranger und meinen Knight auf dem gleichen Account. Level 75, Level 122 und Level 126. Und werde sie niemals zeitgleich benutzen können für den Rest meines Lebens. Das ist RIP. Das ist RIP Nation. Das tut weh. Ja, ich kenne das Gefühl. Uff. Ah, noch die 20% beim Blade. Oh, sogar 21. Let's go. Wenn man Tank Knight spielen will, lohnt sich das Recon Set oder sollte man die Sachen vom Händler nehmen? Also bis 75 meinst du wahrscheinlich, oder? Weil ab 75 definitiv Vapon. Ohne Wenn und Aber. Schon mal Anno gespielt. Nur für Nintendo DS. Anno 1462 oder so. Keine Ahnung, wie das hieß. Nur für Nintendo DS. Ich fand's nicht so gut. Also ich würde entweder Restcon nehmen oder das Shamutra. Oder das Shamutra. Das ist Level 50 bis 53 Mercenary. Das müsste einen wesentlich höheren Death-Wert haben. Da ist allerdings so, dass das relativ teuer ist. Also zumindest die Boots und die Gowns kosten gleich mehrere Millionen each. Also zwischen 2 und 5 Millionen wahrscheinlich. Also dafür zahlst du insgesamt wahrscheinlich so 15 bis 20 Mio. Naja, wobei, nee. 10 bis 15 wahrscheinlich. Für alle Teile. Also Suit und Helm müssten ziemlich günstig sein. Helm 500k, Suit 1 Mio. Und dann, ja, Gowns und Boots bis zu 5 each. Also im schlimmsten Fall wären es so knapp 15 Mio wahrscheinlich. Aber vom Death-Wert müsste es sich eigentlich lohnen, glaube ich. Bei Rescon gibt es zwar HP, aber sonst eigentlich gar nichts, was dir wirklich was bringt. Gute Tech-Speed ist nicht schlecht zum Pullen. Weil man auch mit Skills pullen kann, theoretisch. Aber, ja... Wenn du Low Budget bist, dann im Rescon.
Dr. Manhattan. Es geht ab. Mein L ist 105, meine M ist auch 105. Gerade level ich mit meinem Leech Level 86. Nun die Frage, wann kann ich meine M mitnehmen, ohne XP-Verlust zu haben? Sofort. Wenn sie auf dem gleichen Level sind, sofort. Dann hast du eh kein Problem. Wenn sie auf den beide, wenn deine M und dein Leveler auf dem gleichen Level sind, dann hast du keinen XP-Verlust. Dann kannst du Party auf Level oder Party auf Schaden machen, ist auch egal. Lohnt sich beides. Ja gut, wobei Party auf Level musst du machen, weil der Leech 86 ist. Also wenn du Party auf Level hast, teilt sich die Gesamt-XP immer durch 3. In dem Fall, das heißt, dein Elle kriegt ein Drittel der XP, der Gesamt-XP. Deine M kriegt bis in der ein Drittel der Gesamt-XP. Und dein Leecher kriegt auch ein Drittel der Gesamt-XP. Und wenn du die Party auf Schaden machst, kriegt dein Elementor fast alles. Deine M kriegt nur was, wenn er healt. Also sonst auch nur extrem wenig. Und dein Leecher kriegt auch nur extrem wenig. So. Läuft das. Also ich würde auch mit dem RM leveln. Also einfach beide in die Party. RM und Leech und dann GT buffen. Genau. Shamudra kennst du gar nicht. Das Drop der Clockwalks. Da musst du in Shops gucken, wo CW drin steht. Also großes C, großes W. Da ist immer sowas drin. Da findest du die Sachen Reap. Genau. Und dann ab 75 aber Vapon. Also ab 75, keine Frage, Vapon definitiv das Beste. Und jo, damit sage ich gute Nacht. Danke euch fürs Zuschauen. Bis morgen. Und viel Erfolg noch, viel Spaß noch. Haut rein und ciao, ciao.